Herzlich willkommen, liebe Studierende. Ein wunderschönes neues Jahr 2021. Ich begrüße Sie recht herzlich zu unserer dritten Vorlesung heute am 4. Januar zur Temperaturmessung und Regelung. Diese dritte Vorlesung ist das Kapitel 4. Wir müssen eben ein Kapitel einsparen. Aber wir haben mit den Videos und Vorlesungen des letzten Jahres gut vorgearbeitet, sodass wir in den kommenden Veranstaltungen dann auch hinreichend Zeit haben, das gemütlich durchzugehen und auch am Ende sicherlich noch Ihre Fragen dann vor der Klausur beantworten können. Die Klausur findet ja am 15. Februar statt. Es geht heute also um die Temperaturmessung und Temperaturregelung. Und in dem Zusammenhang kann ich Ihnen nochmal ein gutes Buch empfehlen, das ich jetzt kennengelernt habe, nochmal über die Weihnachtsferien. Das Buch Messtechnik von Armin Schöne. Wie der Name sagt, geht es hier nicht nur um die Temperaturregelung, Temperaturmessung, vor allem um die Messtechnik. Es geht hier um die Messtechnik im Allgemeinen. Das heißt, Sie können dieses Buch gut und gerne auch als Begleitbuch für die gesamte Vorlesung verwenden. Zwar bin ich über die Temperaturmessung drauf gestoßen, die ist hier dann auch das erste große Thema, aber Sie finden dort dann eben auch neben der Druckmessung, die noch kommt in unserer Veranstaltung hier, und der Durchflussmessung eben auch das Messen von mechanischen Größen, das Messen der Zeit und von Längen, das wir ja eingangs besprochen hatten, und eben auch das große Kapitel Messen der elektrischen Größen. Was hier deutlich zu kurz kommt in diesem Buch und was dementsprechend aus dieser Vorlesung unabhängig von diesem Buch in jedem Fall mitgenommen werden muss, ist die Erzeugung der ganzen Größen. Die wird hier eben etwas ja, stiefmütterlicher behandelt. Das ist eben ein Buch über die Messtechnik. Wir beginnen heute also mit Temperaturmessung und Regelung. Und beginnen gleich mal mit der Wichtigkeit der Temperatur als wichtigste thermodynamische Größe. Die SI-Basiseinheit der Temperaturmessung ist das Kelvin und wurde über eine Messvorschrift von 1968 definiert. Das Kelvin, die Einheit der thermodynamischen Temperatur, ist der 273,16. Teil der thermodynamischen Temperatur des Tripelpunktes von Wasser. Der Tripelpunkt von Wasser, das ist der Punkt, bei dem Wasser in seinen drei Phasen gleichzeitig vorliegt, fest, flüssig und gasförmig. Das ist eben ein fester Punkt, der per Definition hier bei 273,16 Kelvin liegt. Neu ist seit 2019, dass nun das Kelvin nicht mehr über diese Messvorschrift definiert ist, sondern über die Boltzmann-Konstante. Wir wissen ja, dass das Produkt aus Boltzmann-Konstante und Temperatur einer thermischen Energie entspricht. Und das Problem dieser Definition war eigentlich bisher nur, dass die Boltzmann-Konstante selbst nicht genau genug gemessen worden ist. Es gibt eine Vorschrift, dass diese Definition über eine Konstante nur zulässig ist, wenn es gelingt, mit zwei unabhängigen Verfahren die Boltzmann-Konstante auf 10 Stellen genau zu messen, also eine Konstante. Und diese zwei unabhängigen Verfahren natürlich das gleiche Ergebnis liefern müssen, und das ist jetzt 2019 gerade gelungen. Schön an dieser Definition ist eben, dass hier die mechanischen und thermischen Eigenschaften der Atome verbunden werden. Das heißt, wir bekommen von der kinetischen Gastheorie, die ja im Prinzip mit kinetischer Geschwindigkeit einzelner Atome oder Moleküle arbeitet, eine Verknüpfung zur Thermodynamik, in der dann eben die Temperatur als kinetische Energie der Moleküle definiert ist. Wir sollten uns, wenn wir schon in der Theorie stecken, behalten, dass 0 Kelvin nicht erreicht werden können. Da gibt es zwei Gründe für im Wesentlichen. Einmal verbietet es der zweite Hauptsatz der Thermodynamik, der zum Beispiel in einer Formulierung sagt, Wärmeenergie kann immer nur vom heißeren zum kälteren fließen. Und dementsprechend kann natürlich sozusagen nicht bis auf 0 Kelvin alles abfließen. Das ist also eine Konsequenz des zweiten Hauptsatzes. Man könnte auch sagen, eine äquivalente Formulierung des zweiten Hauptsatzes. Aber auch verbleibt durch die Unschärferelation immer eine gewisse Nullpunktsenergie der Materie. Und auch dementsprechend sind 0 Kelvin, die ja den kompletten Stillstand, also V gleich 0 aller Atome und Moleküle bedeuten würde, nicht erreichbar. Wir verwenden
in der Angabe von Temperaturen gerne Grad Celsius. Differenzen sollten immer als Kelvin angegeben werden. Man kann gerne auch Absoluttemperaturen als Kelvin angeben. In vielen Rechnungen, Arrhenius-Plots beispielsweise, die beim Hall-Effekt auch vorkommen, ist es immer sehr wichtig, daran zu denken, dass wir in Kelvin arbeiten müssen, sonst kommen da eben unsinnige Werte raus. Wichtig ist, die Temperatur ist eine Variable, eine neue Beobachtungsebene, kann man sagen, die in der Thermodynamik aufgemacht wird. Sie haben in der kinetischen Gastheorie als Variablen die kanonischen Variablen wie Ort und Geschwindigkeit, Ort und Impuls. Sie kennen das in der Lagrange-Mechanik oder in der Hamilton-Mechanik, können Sie das dann über Geschwindigkeiten oder Impulse formulieren für jedes einzelne Atom, aber haben eben hoffnungslos große Gleichungen mit 10 hoch 23 Teilnehmern pro Mol in der Größenordnung. Und dementsprechend führt die Thermodynamik dann eben diese neuen Beobachtungsebenen ein, wie Entropie, Temperatur, Druck und Volumen, und beschreibt dann die Zustände des Systems über diese neuen Variablen. Sie kennen dann die PV-Diagramme oder die ST-Diagramme. Das heißt, Sie können dann den Zustand des Systems mit den Variablen Druck, Temperatur, Volumen, Entropie vollständig beschreiben und brauchen eben nicht mehr 6 mal 10 hoch 23 Gleichungen oder auch Variablenwerte pro Mol. Allerdings hat in dem Sinn dann auch die Temperatur keine Bedeutung für das einzelne Teilchen. Ein einzelnes Teilchen kann im Prinzip keine Temperatur haben. Die Temperatur ergibt sich notwendigerweise als Mittelwert. Jetzt wollen wir aber wieder ein bisschen raus aus der Theorie und lieber rein in die Messtechnik. Wir messen eben die Temperatur dann über bestimmte thermodynamische Eigenschaften der Materie, zum Beispiel die Ausdehnung bei Erhöhung der Temperatur mit dem Ausdehnungsthermometer oder thermoelektrische Effekte, was schön ist, weil wir direkt ein elektrisches Signal bekommen. Das gleiche bei Widerstandsthermometern. Wir können aber auch Pyrometer verwenden. Und ja, ich will das gar nicht vorwegnehmen, all das ist nun Bestandteil der Vorlesung. Jetzt habe ich mich schon lange mit der ersten Folie aufgehalten. Die zweite Folie könnte noch länger werden. Ich versuche es kurz zu fassen. Es gibt leider sehr viele Temperaturskalen neben Kelvin, Celsius, Fahrenheit, Raumur, Newton. Also ich will sie gar nicht alle erwähnen. Merken wir uns mal vielleicht die ersten drei. Fahrenheit wird uns oft begegnen, wenn Sie auf internationalen Konferenzen unterwegs sind. Wichtig ist, dass Celsius und Kelvin nur eine Fixpunktverschiebung haben, während wir bei Kelvin den absoluten Temperatur-Nullpunkt als unteren Fixpunkt haben und als oberen Fixpunkt den Trippelpunkt von Wasser. Haben wir bei Celsius den Schmelzpunkt von Wasser unter Normalbedingungen. Das ist also schon etwas, ja, einzuschränken bei 0 Grad Celsius. Und den oberen als Siedepunkt von Wasser bei Normalbedingungen bei 100 Grad Celsius. Das Temperaturintervall ist dabei aber das gleiche. Das gilt jetzt wiederum nicht für Fahrenheit. Bei Fahrenheit wird definiert, dass eine Kältemischung aus Eis, Wasser und Salmiak, die unter Normalbedingungen dann minus 17,8 Grad Celsius annimmt, den unteren Fixpunkt bildet, während die Körpertemperatur eines gesunden Menschen den oberen Fixpunkt bildet. Da haben Sie also einen sehr viel kleineren Abstand hier für diese 96 Grad Fahrenheit, als es in Kelvin wäre. Und dementsprechend ist hier dann natürlich das Skalenintervall auch kleiner. Da muss man also dann schon umrechnen. Sie sehen, das Ganze ist auch ein bisschen outdated. 1714 ist das nicht die älteste. Da haben wir Newton oder Römer noch ältere Skalen hier, die auch im Prinzip eigentlich mit Schmelzpunkt und Siedepunkt von bestimmten Lösungen arbeiten oder Wasser eben. Moderner ist eben Kelvin. Und ja, da werden wir uns deswegen auch im Wesentlichen dann drauf beschränken in unserer Arbeit als SI-Einheit. Sie können aber immer gerne Absoluttemperaturen auch in Celsius angeben. Hier sehen wir auch mal, wenn wir schon in der Historie sind, ein schönes Thermometer mit einem Quecksilberreservoir. Und dieses Thermometer scheint also bis 250 Grad Celsius zu gehen.
Wir werden uns ein bisschen mit der Historie beschäftigen. Ich finde das immer sehr schön, wie auch Professor Krause-Rehberg das ja gemacht hat in dieser Vorlesung, um eben auch die Entstehungsgeschichte und den Gedankengang der Physikerinnen und Physiker auf dem Weg zu den messtechnischen optimierten Systemen, die wir heute verwenden, nachzuvollziehen. Beginnen wir erstmal mit der Erzeugung tiefer Temperaturen. Eine ganz einfache Möglichkeit, wie Sie tiefe Temperaturen erzeugen können und deswegen auch sehr gerne eingesetzt, sowohl im Praktikum als auch sicherlich in Ihrer Forschung, ist der Peltier-Effekt. Beim Peltier-Effekt nutzen Sie, dass der Stromfluss durch ein paar unterschiedlicher Leiter A und B Elektronen entweder von einem Leitungsband in das Leitungsband B anheben muss oder sie von dort runterfallen. Das heißt, wenn Sie das in der richtigen Schaltung durchführen, dann springen die Elektronen hier im Band nach oben und das führt dann zu einer Abkühlung dieser Kontaktstelle. Sie brauchen dazu unterschiedliche elektronische Wärmekapazitäten der Materialien und wenn dann eben die Elektronen aus dem Material A in dem Fall mit niedrigerer Elektronenenergie in das Material B mit höherer Elektronenenergie fließen, dann wird Energie durch das vorhandene Elektronensystem aufgewendet und dabei Enthalpie, also Wärmeenergie, aufgenommen und in Arbeit umgesetzt und das führt dann zu einer Abkühlung. Natürlich wenn dann der Temperaturunterschied hier sehr groß wird, dann können Sie sich vorstellen, dass die Wärmeleitung zwischen diesen beiden Metallen auch zu einem Ausgleich führt. Das begrenzt auch sehr stark dann den Wirkungsgrad, denn wir haben ja hier auch zwei gute Wärmeleiter direkt gekoppelt. Man kann das Ganze optimieren, indem man solche halbleitenden thermoelektrischen Halbleiter verwendet, N- und P-dotierte Halbleiter, die hier entsprechend kontaktiert sind mit metallischen Stromanschlüssen und dabei eben eine Kaskade erzeugt wird, sodass sie dann eben nicht so eine optimale Wärmekopplung haben, als wenn sie jetzt nur ein Metall an ein anderes Metall ansetzen. Diese thermoelektrischen Halbleiter in solchen Kaskadensystemen kann man dann immer gleich als Peltier-Elemente erkennen. Typischerweise sind dann Keramikschichten, um hier eben auch den Stromfluss nicht zu beeinflussen, die Kontaktflächen, wo Sie dann entweder auch die heiße Seite für Wärmeabgabe, also für Heizung, aber auch die kalte Seite kontaktieren können. Diese Peltier-Element-Kaskaden können dann eben sehr große Temperaturbereiche abdecken. Sie haben da durchaus ja, die Möglichkeit, 50 Kelvin Temperatur Differenz zu erreichen, ist immer noch nicht so viel. Es kommt dann eben, weil das ganze Bauteil ja auch klein und kompakt ist, typischerweise zum Temperaturausgleich. Vorteile sind aber auch, dass Sie keine bewegten Teile haben, hier mit niedrigen Betriebsspannungen arbeiten, weil da eben schnell sehr viel Strom fließt. Da reden wir gleich nochmal beim Seebeck-Effekt drüber. Die Systeme sind vollkommen geräuschlos, erschütterungsfrei. Es gibt eine gute Möglichkeit, das Ganze zu regulieren, indem Sie dann eben hier einfach die Spannung über einen PID-Regelkreis, den wir heute noch kennenlernen, regulieren. Sie können diese auch sehr kompakt bis kleiner als ein Quadratmillimeter bauen und haben dann pro Quadratzentimeter trotzdem Kühlleistungen bis zu 40 Watt. Sie können kühlen und heizen und das Ganze mit einer sehr hohen Lebensdauer im Prinzip ewig, wenn Sie hier keinen Fehler machen. Also der klassische Fehler wäre, die Wärme auf der heißen Seite nicht hinreichend abzuführen. Dann wärmt sich natürlich auch die kalte Seite und unter Umständen erhöht sich dann der Strom, weil der Regler denkt, er muss noch weiter kühlen und das Ganze schmilzt irgendwann sogar. Also da fließt dann so viel Strom, bis es eben einen Durchbruch oder ein Schmelzen der Materialien gibt. Typischerweise werden die Computerchips damit gekühlt. Detektoren können sie kühlen. Sie können auch ihre Proben damit kühlen, Probenhalter. Es gibt auch zu kaufen aktive Kühlboxen, wenn Medikamente transportiert werden sollen oder auch ihre Laser können sie damit kühlen. Also das hat eine sehr, sehr breite Anwendung. Da fließen schon hohe Ströme dann drin bei kleinen Spannungen. Und solche Systeme bekommen sie inzwischen auch mit Wärmeleistungen von mehreren 100 Watt. Hier findet man nochmal Daten eines Systems. Da ist von 71 Kelvin Temperaturdifferenz die Rede. Und diese Chips bekommen Sie dann eben auch für 20 Euro, also eigentlich relativ günstig.
Wir verwenden die natürlich dann auch im Versuch Photovoltaik, zum Beispiel im fortgeschrittenen Praktikum, werden Sie die kennenlernen. Da ist die Temperierung unserer Solarzelle mit einem Peltier-Element realisiert und Sie können da auch die Temperatur auf 0,1 Kelvin genau regeln. Auch im Versuch B1, die elektrische Funktion ist das, wird ein Epoxid, dessen die elektrische Eigenschaft sie temperaturabhängig vermessen sollen, mit einem Peltier-Element gekühlt. Damit man dann größere Volumina auch wirklich runterkühlen kann, brauchen sie eine gute Wärmeisolation. Das kann man aber machen. Man kann dann ja die Probe, die selber vom Peltier gekühlt wird, nochmal mit einer Isolationskammer umschließen. Das Ganze am besten unterhalb des Taupunktes auch luftdicht, damit es keine Kondensation von Feuchtigkeit oder gar Vereisung an der Probe gibt. Wie schon besprochen, müssen Sie auf der heißen Seite des Peltiers die Wärme effizient abführen. Das kann man hier zum Beispiel leisten. Im Versuch B1 ist das so realisiert mit solchen Kühlrippen und einem Lüfter. Manche Systeme, die sehr hohe Wärmeleistungen abführen sollen, müssen dann auch aktiv zum Beispiel mit Wasser gekühlt werden. Also auch das ist ja eine aktive Luftkühlung. Sie können das Ganze natürlich auch, könnten auch hier Wasser durchleiten. Dann können Sie sich vorstellen, dass Sie die heiße Seite eben auch noch effizienter kühlen können. Das nimmt sich aber nichts. Sie haben ja trotzdem die Temperaturdifferenz erstmal lokal hier unten und das begrenzt Ihnen dann auch diesen Gradienten, den Sie hier erreichen können. Hier sehen Sie mal so eine Kühlbox, die man kaufen kann, die mit 12 Volt betrieben wird und dabei 55 Watt liefert. Da können Sie dann runterkühlen bis plus 1 Grad Celsius oder auch ein bisschen heiß machen, wenn Sie da Ihre Quiche warm halten wollen für einen Familienausflug. Schön kompakte Systeme, die man eben auch ins Auto stellen kann. Viel tiefere Temperaturen erreichen Sie mit den Ausdehnungs- oder Kompressionskühlern. Hier verwenden Sie im Prinzip einen umgekehrten Stirling-Motor. Also Sie nutzen die Wärmeaufnahme eines expandierenden Gases, das Arbeit verrichtet. Dieser thermodynamische Effekt ist bei Ihnen, hat jeder zu Hause im Kühlschrank realisiert. Sie kommen da in Tiefkühlschränken runter bis minus 43 Grad, unsere Laborkühlschränke auch bis minus 85. Sie kühlen Ihre Detektoren, zum Beispiel bei uns, den Germaniumdetektor. Ja, inzwischen nicht mehr mit so einem Ausdehnungskühler, sondern direkt mit Kontakt zu flüssigem Stickstoff. Wir hatten mal so einen Ausdehnungskühler, der ist allerdings im Moment nicht mehr aktiv. Sie sehen schon, der elektrische Betrieb ist unter Umständen begrenzt. Die Heizleistung oder Kühlleistung in dem Effekt ist auch begrenzt, oft eben nur auf 20 Watt. Sie können theoretisch so Systeme bis zu 400 Watt kaufen. Der Vorteil ist, Sie haben hier keinen flüssigen Stickstoff drin, sondern Sie haben einen sogenannten Kaltkopf, der im Prinzip kontaktiert ist an Ihren umgekehrten Stirling-Prozess, also an die Seite, in der die Expansion des Gases erfolgt. Die anschließende Rekompression des Gases wird an andernorts über einen Kompressor geleistet und dort entsteht natürlich dann mehr Wärme, als Sie oben abgeführt haben. Die wird dann abgeleitet im Allgemeinen über eine Wasserkühlung. Sie können sich vorstellen, dass der tiefste Punkt erreicht wird, wenn Sie geschlossene Helium-Kühlsysteme mit Helium als Kühlmittel verwenden. Da haben Sie dann den Helium-Kompressor und den Kaltkopf drin. Diese Systeme laufen auch als Closed-Cycle-Helium-Cooler. Das sind im Prinzip ist dann das Gleiche wie geschlossene Helium-Kühlsysteme. Auch die sind relativ kompakt. Wir haben einen, der schon seit 30 Jahren betrieben wird, allerdings nicht im Dauerbetrieb. Sie brauchen das Helium nicht rückgewinnen. Vielleicht alle paar Jahre wird die Heliumkartusche mal ausgetauscht, weil sie halt eine gewisse Leckage haben in dem System. Das Ganze ist dann auch ultra-hochvakuumskompatibel, weil der Kaltkopf selber ja kein Gas emittiert. Und mit speziellen Konstruktionen und entsprechenden Dampfdruckerniedrigungen, also Systemen, die insgesamt unter Unterdruck stehen, das werden wir auch noch ein bisschen besprechen, kommen Sie da in den Millikelvin-Bereich. Sie können da auch mehrere Stufen verwenden und zum Beispiel Ihr Kühlmittel quasi mit dem Kaltkopf des einen Detektors erstmal vorkühlen. Dann haben Sie kaltes Kühlmittel und können dann, wenn Sie das expandieren, natürlich tiefere Temperaturen erreichen und das Ganze im Vakuum
schon realisieren, also in einem erniedrigten Drucksystem. Auf die Druckerniedrigung, Abpumpen von Helium, um den Druck weiter zu erniedrigen, kommen wir auch noch zu sprechen. Typischerweise haben Sie dann an der kalten Stufe eine Kühlleistung, also von bis zu 20 Watt. Solche Systeme können Sie aber auch nicht einfach so auf den Tisch stellen. Sie haben ja dann Wärmeeinstrahlung von außen und natürlich auch Wärmeleitungseffekte. Das heißt, Sie arbeiten zuerst mal im Vakuum. In dieser Glocke ist üblicherweise ein Vakuum. Je besser, desto besser ist die Isolation. Und gegen die Wärmestrahlung haben Sie hier drinnen dann hochverspiegelte Flächen und einen sogenannten Strahlungsschirm. Der Strahlungsschirm, der hier angebracht ist in grün mit kleinen Fensterchen zum Gucken, ist dann eben auch so konstruiert, dass das keine Wärmestrahlung an die innere Probe kommt. Sie haben dann eine erste Stufe, die kann dann eine höhere Wärmelast tragen bis ca. 80 Kelvin und auch 100 Watt abführen. Hier haben Sie dann den Kompressor und der ist nicht gezeigt, also da geht es zum Kompressor. Hier Ihren Expander sozusagen, in dem die Expansion des Gases durchgeführt wird. Und dann eine zweite Stufe, die dann unter 15 Kelvin, zum Beispiel 10 Kelvin kalt wird und entsprechend abgeschirmt ist. Sie müssen dann natürlich nicht mehr eben bei dieser zweiten Stufe die Raumtemperatur abführen, also die Wärme, die durch die Raumtemperatur eingetragen wird, sondern hier nach dem Stefan-Boltzmann-Gesetz eine Wärmeleistung, die in der Größenordnung Sigma T hoch 4 liegt. Und wenn Sie hier schon auf 100 Kelvin oder auf 80 Kelvin sitzen, dann sind das nur noch 0,5% der Leistung, die in der zweiten Stufe abgeführt werden muss, verglichen zu dem, was die erste Stufe abführt. Ein Problem dieser Systeme ist, dass Sie die Kaltköpfe nur wenig über die Raumtemperatur erwärmen dürfen, sonst gehen die einfach kaputt. Um das zu erreichen, wenn man jetzt die Probe trotzdem auch heizen will, bei vielen Experimenten wollen Sie vielleicht einen Temperaturbereich hier abfahren zwischen 10 Kelvin und 1000 Kelvin, dann ist es eben hilfreich, wenn Sie hier eine thermische Isolation durchführen. Das heißt, Sie können dann zum Beispiel einen Saphirkristall einsetzen, dessen Wärmeleitung bei Raumtemperatur oder Überraumtemperatur rasch zusammenbricht, sodass Ihr Kaltkopf, das machen Sie am besten dann hier oben, Ihr Kaltkopf dann gut isoliert ist von der Probe. Die Probe kann geheizt werden und ja, bei tiefen Temperaturen wird das Saphirglas dann hier eben auch wärmeleitend. Hier steht es mal, bei tiefen Temperaturen hat der Saphir eine Wärmeleitung wie Kupfer oberhalb, aber dann nur noch 1% davon. Na, und dann können Sie erreichen, je nachdem wie die Stufen gebaut sind, dass hier Ihre zweite Stufe unter Raumtemperatur bleibt, auch wenn die Probe auf 1000 Kelvin hochgeht. Als Sicherung baut man üblicherweise in solche Systeme Temperaturschmelzsicherungen ein. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel dann doch die Temperatur im Kaltkopf steigt, damit dann die Heizung ausgeschaltet werden kann. Hier sieht man mal die Realisierung sozusagen, wie die real aussieht. Hier haben Sie dann die zwei Stufen und die Probe oben im Kaltkopf wird dann hier an dieser Stelle durch den Saphir isoliert. Diese Saphir-Isolation verhindert dann eben, da kann dann hier oben ist die Heizung mit drin, das System hier oben sehr heiß werden, dass Ihr Kaltkopf auf diese unangenehme Temperatur ansteigt. Hier sehen wir es auch nochmal, übliche Metalle haben Wärmeleitungseigenschaften, die sich um ein, zwei Größenordnungen verändern, wenn Sie die Temperatur von einen Faktor 10 verändern. Also es ist im Wesentlichen oft ein lineares Verhalten. Wenn man mal zum Beispiel auch Kaliumchlorid hier anschauen, ist man im weiten Bereich, geht das hier praktisch mit einer Steigung 1 runter. Aber Saphir ist eben so ein ganz besonderes Material. Das hat sogar eine Zunahme der Wärmeleitung mit, also wie viele Materialien, wie viele Metalle auch, mit der Temperatur, aber ab einer gewissen Temperatur, hier ab 50 Kelvin etwa, bricht die dann plötzlich ein und ist extrem steil, verringert sich dann zwischen Raumtemperatur und 200-300 Kelvin um drei oder hier in dem Fall also mehr als ja fast drei Größenordnungen, mehr als zwei Größenordnungen. Bei 1000 Kelvin nähert sich dann auch praktisch diese Wärmeleitung Glas. Glas ist auch eine ganz gute Isolation, also
ja, nochmal ganz kurz, bei tiefen Temperaturen Wärme Kurzschluss, bei hohen Temperaturen Isolation. Man passt dann die Saphirfläche natürlich so an, dass die Eigenschaften, die man braucht, dann erreicht werden. Bei hohen Temperaturen haben Sie dann eine perfekte Wärmetrennung und bei tiefen Temperaturen sozusagen einen Wärmekurzschluss. Synthetische Saphir, das hört sich so ein bisschen an wie so ein Edelstein, ist das auch, bekommen Sie trotzdem relativ günstig, zum Beispiel bei der Firma Ford Kristalle in Kiel. Ja, da können Sie sich auch, wenn Sie Fragen zu irgendwelchen messtechnischen Systemen haben, bei mir immer erkundigen, wo Sie Angebote einholen können. Trotzdem haben diese Closed Loop sagt man auch, oder Closed Cycle Helium-Systeme Probleme. Im Gegensatz zum Peltier ist hier eben eine sehr hohe mechanische Erschütterung, gerade durch den Kompressor im Herzbereich. Das Gas wird eben periodisch entspannt und diese Entspannung führt dann, also im Prinzip haben Sie den Kompressor und die Gasentspannung als einen Träger von Schwingungen. Die Gasentspannung können Sie auf jeden Fall auch nicht entkoppeln. Den Kompressor können Sie natürlich über die Schläuche ganz gut entkoppeln. Die Systeme sind auch langsam. Also durch die geringe Wärmeleistung erreichen Sie da teilweise 10 Kelvin erst nach einer Stunde. Das heißt, Sie können nur eine relativ geringe thermische Last abführen. Sie können eben dann Ihre Proben auch nicht ohne weiteres ausheizen, weil Sie dann das Ultrahochvakuum zerstören. Muss man dann eventuell nacheinander machen, dass man dann also erstmal ausheizt und dann erst runterkühlt. Wenn Sie dann nochmal ausheizen wollen, können Sie eigentlich wieder von vorne anfangen, natürlich. Die Systeme sind auch relativ teuer, also sie liegen schon im Bereich von mindestens 15.000 Euro allein für den Kaltkopf mit Expander. Der Kompressor kommt nochmal dazu. Da sind Sie schnell bei 30.000 Euro. Deutlich teurer natürlich als die Peltier-Elemente. Günstiger, viel günstiger und eigentlich weniger störungsanfällig, also ruhiger, sind vor allem die Durchflusskryostate, die mit flüssigem Stickstoff oder auch mit flüssigem Helium arbeiten können. Die sind erschütterungsfrei, kühlen sofort ab. Also sie haben natürlich eine gewisse Hysterese, also eine Abkühlungskurve ihrer Materialien, aber sie sind schneller als diese umgekehrten Stirling-Prozesse, diese Closed-Loop-Systeme. Und hier kühlen sie ja quasi mit Gas, hier kühlen sie mit Flüssigkeit, ne? Und die kann man sich also auch selber bauen in der Werkstatt bei uns in Halle zu relativ geringen Kosten. Das flüssige Stickstoff würden Sie dann einfach mit einer ganz normalen Pumpe oder auch durch seinen Eigendruck in die Anlage einleiten. Sie brauchen nur eine entsprechende Abpumpleitung, damit ja, das Gas dann für die Pumpe auch warm genug ist und Ihnen nicht die Pumpe einfriert. Sie müssen ein bisschen aufpassen, natürlich, wenn Sie mit flüssigem Stickstoff arbeiten, mit flüssigem Helium arbeiten. Also vor allem beim Stickstoff, dass Sie hinreichend belüften und im Labor dann eben nicht zu viel Stickstoff akkumulieren. Das gilt generell, wenn Sie mit flüssigem Stickstoff arbeiten, müssen Sie auf jeden Fall die Lüftung einschalten. Ich übernehme mal die Frage von Herrn Krause-Rehberg. Sie finden hier einen groben Fehler in der Skizze. Und ich kann dir ja mal zeigen, hier wäre das Stickstoffreservoir, das flüssige Stickstoff wird dann hier über die Zuleitung, die auch üblicherweise isoliert ist, in das Probenreservoir im Prinzip eingeleitet. Da ist dann ein guter Wärmekontakt, vielleicht auch mit einer Wärmetrennung über Saphir, wenn Sie eben später auch die Probe heizen wollen zur Probe. Und dann Ihre Ableitung mit einem Ventil zu einer Drehschieberpumpe. Ja, und heizen würden es natürlich nicht das Reservoir, sondern die Probe hier oben. Also die Heizung muss entsprechend auch an die Probe hochgehen. Nachteile dieser Systeme sind, dass sie doch relativ viel Gas verbrauchen. Sie pumpen das dann später auch einfach ab. Wenn das nicht rückgeführt wird, ist der Verbrauch gerade bei Helium durchaus teuer. Sie können allerdings bei Helium auch aufdampfendes Helium wieder einfangen, in großen Gasblasen und zur erneuten Kompression schicken. Sie können das Ganze dann in dem Fall auch durch flüssigen Stickstoff erstmal isolieren oder auch mit flüssigem Stickstoff vorkühlen. Interessant wird es vor allem, wenn Sie Helium-3 verwenden. Helium-3 hat den Vorteil, dass es kälter ist. Flüssiges Helium-3 hat einfach eine niedrigere Temperatur. Also wenn wir hier bei einem Bar mal gucken, dann sind Sie bei flüssigem Helium 4, das ist eben die bekannten vier
Kelvin und bei Helium-3 sind sie hier dann eben nur bei 3 Kelvin. Aber interessanter ist vor allem bei niedrigem Dampfdruck, also wenn sie dann abpumpen über dem System, dann geht die Kurve auseinander und dann erreichen sie zum Beispiel bei 1 Millibar, bei 0,1 Millibar in dem Fall 1 Kelvin mit Helium-4, aber tatsächlich schon 0,2, 0,3 ja, oder 0,4 Kelvin mit Helium-3. Und so können sie theoretisch mit einer Mischung auch aus Helium-3 und Helium-4, also witzigerweise sind sie bei einer passenden Mischung auch nicht hier dazwischen, sondern im Prinzip sogar noch weiter links als die reine Helium-3-Kurve. Wenn sie da eine geeignete Kältemischung anrühren, kommen sie bis 0,002 Kelvin runter. Beim Abpumpen allein von dem gängigen Helium-4, das sie kaufen können, kommen sie vielleicht bis 1 Kelvin typischerweise runter. Das sieht man ja hier, da müssten sie dann schon auf 0,1 Millibar abpumpen über die Dampfdruckerniedrigung. Und dieses Helium-4 wird ihnen unter Normaldruck, wenn sie es kühlen, bei 2,2 Kelvin dann auch super flüssig. Und tiefere Temperaturen können sie somit auch dann nicht erreichen. Also 2 Kelvin, 1 Kelvin ist kein Problem mit dem Helium-4. In den Kältemischungen vielleicht nochmal einen Faktor 100 runter, kann man sagen. Dann sind sie aber an der Grenze. Wenn man dann tiefer werden will, bis in den Bereich von Mikrokelvin runter, muss man neue Tricks aufwenden. Unser Kälterekord, da gibt es bestimmt auch schon einen neueren Wert. Ich habe jetzt von 2003 wurden zum Beispiel 0,5 Nanokelvin erreicht. Da werde ich dann in der achten Vorlesung nochmal was zu sagen zu den Extrempunkten der Temperaturerzeugung nach oben und nach unten. Das ist also auch schon ein gebrochener Kälterekord hier. Aber ja, wie kommt man so tief runter in den Nanokelvin-Bereich rein? Da gibt es zum Beispiel die adiabatische Entmagnetisierung, adiabatische Kernentmagnetisierung, um genau zu sein, weil sie hier die ferromagnetischen Eigenschaften der Atomkerne ausnutzen. Das heißt, in der Thermodynamik kühlt sich ja ein kaltes System, das ist auch eine äquivalente Formulierung des zweiten Hauptsatzes, nicht spontan ab. Vielleicht kennen Sie da den Maxwell'schen Dämon, den würde ich hier ganz gern nochmal einführen. Der Maxwell'sche Dämon war ein Gedankenexperiment, ein kleiner Dämon, der eben doch in der Kontaktstelle zweier Wärmebäder sitzt und in einem Wärmebad besonders schnelle Teilchen durch eine Klappe lässt, aber langsame Teilchen im Bad behält. Und dann war die Idee, dass dieser Dämon es doch erreichen müsste, dass sich dieses Wärmebad rechts abkühlt, während das Bad links sich erwärmt. Das wurde oft so ein bisschen als Widerspruch zum zweiten Hauptsatz angesehen, der sagt, Wärme kann nur vom Warmen zum Kalten fließen. Also wenn das linke hier viel heißer ist als das rechte, dann können nur Teilchen, also dann kann nur die Geschwindigkeit der Teilchen rechts zunehmen. Wenn ich aber die schnellen rüber schicken würde, würde ja die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen rechts abnehmen. Die Antwort ist natürlich ganz einfach. Der Maxwell'sche Dämon steckt hier Arbeit ins System. Das können Sie natürlich machen. Sie können natürlich expandieren, Sie können pumpen und Sie können Stirling-Motoren bauen und dementsprechend Temperaturen auch an einer Seite verringern. Aber dazu müssen Sie Arbeit einstecken, wie der Maxwell'sche Dämon. Und wenn Sie dessen Abwärme dann wiederum dem Wärmebad rechts zuführen, wird es immer, und das ist dann der Carnot'sche Wirkungsgrad, der echt kleiner 1 ist, wird immer das rechte Wärmebad on the long run, also langfristig, wärmer werden. Sie erkennen das eigentlich dann aber vom Prinzip, was wir machen müssen, an der Gibbs-Helmholtz-Relation. Und deswegen will ich das an der Stelle nochmal einführen, weil ich der Meinung bin, man kann es an der adiabatischen Kernentmagnetisierung eigentlich ganz gut sehen, was die physikalischen Prinzipien von uns verlangen. Eine Reaktion läuft hier nur freiwillig ab, wenn die Differenz des Ausgangszustands zum Anfangszustand eine negative Gibbs-Energie aufweist. Das heißt, wenn die Gibbs-Energie der Produkte minus Gibbs-Energie der Edukte negativ ist, also geringere Produkte, dann läuft das Ganze freiwillig. Dann geht es energetisch ins Tal nach unten.
Das bedeutet, dass zum Beispiel die Enthalpie negativ sein muss. Also bei einer Verbrennung, wenn Wärme frei wird, dann ist die Enthalpie negativ. Würde es aber eigentlich streng genommen nur dann bedeuten, wenn der Term hier nicht existieren würde. Dadurch, dass hier noch der Term T Delta S existiert, können Sie sogar eine positive Enthalpie, das ist eine Abkühlung des Systems, kompensieren, wenn die Entropie hinreichend ansteigt. Wenn Sie also einem System erlauben, dass sich seine Entropie stark genug erhöhen kann oder bei einem Prozess automatisch die Entropie stark steigt, dann läuft der Prozess freiwillig mit negativem Delta G, selbst wenn Delta H positiv ist und sich das System abkühlt. Klassiker ist einfach die Lösung eines Salzes. Wenn Sie ein Salz in Wasser lösen, dann führt das Wechselspiel der Gitterenergie der Kristallatome oder Ionen im Kristallgitter und der Hydratationsenergie zu einer Auflösung des Salzes. Die Entropie steigt dabei so steil an, dass selbst dann, wenn diese Energiebilanz zwischen Hydratationsenergie, die frei wird, und Gitterenergie, die aufgewendet wird, negativ ist, also Delta H zur Abkühlung beiträgt, Delta H positiv ist, dann haben Sie trotzdem eine Freiwilligkeit dieses Prozesses. Und Sie können das bei vielen Salzen, zum Beispiel Ammoniumnitrat, wenn Sie das lösen, dann auch beobachten, dass sich die Lösung abkühlt. Sie können jetzt Folgendes machen. Sie können erstmal die Entropie künstlich verringern. Dazu müssen Sie Arbeit aufwenden. Dabei entsteht dann Wärme und diese Wärme können Sie abführen und dann das System sich selbst überlassen. Wenn dann die Entropie wieder ansteigt, können Sie also eine Abkühlung erreichen. Das erreicht man bei der Entmagnetisierung folgendermaßen. Sie haben hier ein paramagnetisches Salz. Das paramagnetische Salz wird erstmal vorgekühlt mit Heliumgas und befindet sich hier auch in flüssigem Helium. Da können Sie noch abpumpen, um die Temperatur maximal zu verringern. Und dann ziehen Sie das Heliumgas hier raus, wodurch Sie eine thermische Isolierung Ihres paramagnetischen Salzes erreichen. Dieses paramagnetische Salz ist gleichzeitig in einem Magnetfeld und die Wärme, die entsteht bei der Ausrichtung dieser magnetischen Momente in dem paramagnetischen Salz, die wird hier über das Heliumgas hier mit dem flüssigen Helium eventuell sogar noch unter Unterdruck gekoppelt. Und das heißt, Sie erreichen dann diese ausgerichteten ferromagnetischen Momente unter 1 Kelvin, wenn das System hier auf 1 Kelvin sitzt. Und die Wärme, die beim Ausrichtungsprozess entsteht, wird auch direkt abgeführt. Und wenn Sie dann bei der thermischen Isolierung die Magnete wegnehmen, dann fangen diese Spins da drin an, also die magnetischen Momente in dem Fall fangen an, sich in ihrer Ausrichtung zu variieren. Sie nehmen Energie auf, Sie nehmen Wärmeenergie auf, Sie haben praktisch plötzlich einen neuen Freiheitsgrad, der hier gefesselt war und die Gesamtenergie verteilt sich, Sie können es auch thermodynamisch so sehen, von den vorherigen nur 3 vorhandenen Freiheitsgraden der Translationsbewegung oder der Schwingungsenergien, der 6 Freiheitsgrade, die die Ionen hatten, auf neue Freiheitsgrade, nämlich die Ausrichtung von magnetischen Momenten im Raum, die auch Energie aufnehmen und dementsprechend auf Kosten der Translationsenergien oder der Schwingungsenergien im Gitter dann die Temperatur dieses Systems reduzieren. Und da sieht man das mal, wie das dann im Phasendiagramm aussieht. Wenn Sie hier so ein TS-Diagramm anschauen, dann haben Sie im TS-Diagramm zum Beispiel ohne Magnetfeld eine sogenannte Entmagnetisierungskurve. Da ist die Entropie mit der Temperatur verknüpft und Ihre Spins haben eine höhere Entropie bei einer höheren Temperatur. Wenn Sie das Ganze aber magnetisieren, dann ist bei der gleichen Temperatur die Entropie eben viel, viel geringer. Und wenn Sie dann dem Material erlauben, sich adiabatisch, also unter Wärmeisolierung, zu entmagnetisieren, dann sinkt diese Ausrichtung wieder. Und die Spins, das geht ja eigentlich nicht senkrecht nach unten, das würde eher so herübergehen. Die Entropie steigt auch wieder. Die Spins nehmen Wärme auf und das ganze System kühlt sich dann eben ab bis auf 0, Kelvin. Also mit diesen Verfahren können Sie dann selbst Mikrokelvin erreichen. Wie erzeugen wir nun hohe Temperaturen? Jetzt waren wir bei den niedrigen Temperaturen.
Hohe Temperaturen klingt erstmal viel einfacher. Natürlich können Sie mit Heizdrähten arbeiten. Zum Beispiel isolierte Edelstahlummantelungen. Da gibt es alles Mögliche. Hier haben wir schon einen gesehen, der vorhin in unserem Kryostaten eingebaut war, um eben auch zu erlauben, dass die Probe auch hochgeheizt werden kann, um breite Temperaturbereiche abzudecken. Und ja, dieser Heizdraht kann bis zu 1000 Grad Celsius etwa erzeugen. Sie können die Proben aber auch direkt heizen, indem Sie zum Beispiel Strom durch Ihre Probe durchschicken. Also wenn Sie metallische oder halbleitende Probe haben, wenn die Probe dann heiß wird, dann leitet sie den Strom noch besser. Dadurch bekommen Sie dann eine Stromstabilisierung bis hin zum Schmelzpunkt. Bei Metallen haben Sie eine Selbststabilisierung, die dazu führt, dass der steigende Widerstand bei einer fest eingelegten Spannung dann eben den Strom begrenzt und Sie dann über die Spannung an Ihrem metallischen Element auch beliebige Temperaturen im Prinzip einstellen können. In Muffelöfen können Sie die Proben natürlich auch extern heizen. Das heißt, Sie bringen sie einfach in eine heiße Atmosphäre ein, bis zu 1200 Grad Celsius. Spezielle Aufbauten für Ihre Lötkolben sind geeignet, Proben auf 400 Grad etwa hochzuheizen. Sie können mit Heizbändern typischerweise in Ultrahochvakuumsapparaturen Ihre Proben ausheizen. Darüber hinaus, wenn Sie dann zu höheren Temperaturen gehen, gibt es die Boraelektrik-Heizer von der Firma Tektra, zum Beispiel Bornitrit-Heizplatten. Diese Bornitrit-Heizplatten können dann Temperaturen bis zu 1800 Grad Celsius erreichen, sind auch ultrahochvakuumskompatibel. Sie haben hier sehr inerte, chemisch inerte Oberflächen, deswegen Bornitrit, auch gute mechanische Stabilitäten. Wenn Sie noch höher kommen wollen, müssen Sie in Richtung Elektronenstoßheizung gehen. Wenn Sie Elektronenstoßheizung im Vakuum durchführen, dann haben Sie hier mit beschleunigten Elektronen, die über 3 Kilovolt von einer Glühwendel, wie man es kennt, wenn man Elektronen erzeugen will, wie zum Beispiel auch beim Versuch Elektronenbeugung, dann erzeugen Sie erstmal über eine Glühwendel Elektronen, ja, machen es auch im Elektronenmikroskop und die werden dann auf die Probe beschleunigt. Das Ganze kann man relativ simpel selbst produzieren. Sie können das selbst von Halogenlampen die Filamente verwenden. Das Ganze muss aber natürlich im Ultrahochvakuum sein, damit Ihre Elektronen Ihnen nicht das Luftvolumen hier aufheizen, sondern ungebremst auf die Probe kommen und können dann bis zu 3000 Kelvin erreichen. Vor allem, wenn Sie das Ganze noch gepulst betreiben, können Sie da mit hohen, ja, Elektronenstößen dann entsprechend sehr hohe Temperaturen erzeugen. Diese 3000 Kelvin sind eigentlich für das, was wir als klassische Physik so im Labor machen, in der Oberflächenphysik, in der Optik, in der Untersuchung der Halbleitereigenschaften von Materialien hinreichend. Wenn man jetzt natürlich, sag ich mal, grundlegendere Fragestellungen hat, Elementarteilchensuche betreibt und so weiter, dann ist man natürlich weit, weit von diesen 3000 Kelvin entfernt. Ein Nachteil ist auch, dass Sie hier nur sehr kleine Probenvolumina aufheizen können. Das kann eventuell auch zum Problem werden. Und Sie brauchen eine Probe, die natürlich die Elektronen abführen kann, also zumindest irgendwie leitfähig angebracht ist. Wenn die Probe durchstrahlt wird und die Elektronen vom Leiter abgeführt werden können, also von der Platte abgeführt werden können, dann heizen sie indirekt. Man kann das Ganze aber auch dann über Licht realisieren, größere Flächen realisieren in einer Blitzlampenheizung. Bei diesen Blitzlampenheizungen haben Sie hier einen Reflektor und zum Beispiel Xenonlampen und eine Halogenlampe und dann eben auch entsprechend eine Wasserkühlung. Und Sie können erstmal mit den Halogenlampen hier die Probe vorheizen, damit die eine bestimmte Temperatur erreicht, die hier möglich ist. Und dann mit entsprechenden Blitzlampen, den Xenonlampen hier hochenergetisch Licht auf die Probe schicken. Da erreichen Sie auch dann etliche 1000 Kelvin. Allerdings ist die Heizdauer hier oft nur Millisekunden lang und die Temperatur bleibt dann eben auch nur Millisekunden auf der nötigen Temperatur. Das Ganze kann vorteilhaft sein, wenn Sie zum Beispiel Halbleiteroberflächen für die weiteren Untersuchungen erstmal ausheizen.
Schwierig ist, dass man da oft gar keine richtige Kontrolle mehr hat. Man kann die Temperatur dann nur noch schätzen oder über Sekundäreffekte Veränderungen an der Probe beobachten. Hier sieht man das mal durch die Vorheizung, haben Sie eine bestimmte Temperatur und dann erreichen Sie eben über den Flash eine Finaltemperatur, die im Prinzip der Temperaturveränderung durch den Flash entspricht. Man schaltet sich das ganze System natürlich so, dass man hier dann entsprechende Pulse bekommt, wie man sie haben möchte. Vorheizen kann man bis 2000 Grad Celsius schon und die elektrische Heizung, Heizleistung ist hier so ähnlich wie es bei Laser, bei gepulsten Lasersystemen dann auch der Fall ist, für Millisekunden extrem hoch, also für 20 Millisekunden bis zu 20 Megawatt. Und diese 20 Megawatt verhalten sich dann, wie hier gezeigt, eben als Puls, den Sie vielleicht dann auch, wenn Sie entsprechend ja, Kilowatt nur ziehen können, sage ich mal, eben nur alle 20 Sekunden einmal durchführen könnten. Sonst brauchen Sie auch schon hohe Leistungen an Ihrer primären Stromversorgung. Sie erreichen hier nicht 500.000 Kelvin, aber der Temperaturzeitverlauf, also der Anstieg der Temperatur, beträgt hier bis zu 500.000 Kelvin pro Sekunde, allerdings nur für vielleicht 10 Millisekunden. Das heißt, Sie setzen auf die 2000 Kelvin eben noch mal einige 1000 Kelvin drauf. Plasmaerzeugung ist für viele physikalische, also für die Plasmaphysik selbst natürlich von großer Bedeutung. Können Sie durch Gasentladungen erreichen, dadurch erhitzt sich das Plasma lokal. Das bringt Ihnen jetzt nichts, um Proben mit hoher Wärmekapazität damit zu erhitzen. Aber es bringt Ihnen was, wenn Sie ein heißes Gas brauchen und dann eben die Eigenschaften des Plasmas beobachten wollen. Dann können Sie über eine Gasentladung sehr hohe Temperaturen in einem Plasma erzeugen. Plasma ist immer Teil oder vollständig ionisiertes Gas, also ein eigener Aggregatzustand der Materie, den wir so benennen. Und wenn Sie im Blitzkanal zum Beispiel Blitze erzeugen, haben Sie da eine ganz natürliche Erzeugung von Plasma, also auch in der Atmosphäre, wenn es einen Blitz gibt. Sie kennen das aber auch aus der Plasmakugel oder dem Tesla-Transformator. Da breiten sich eben auch diese Blitze oder diese Gasentladungen dann in ionisiertem Gas aus. Denn die Plasmakugel hatte ich Ihnen ja auch vorgestellt. In der Erzeugung elektrischer Größen. Technische Anwendungen finden Sie auch im Plasmabildschirm. Da haben Sie drei Grundkammern mit den drei Farben, die dann additiv gemischt werden. Und da wird dann eben über einen kleinen Transistor eine kurze Gasentladung gezündet. Und ja, das UV-Licht, das dabei entsteht, regt dann die Leuchtstoffe in den RGB-Zellen an. Hier sieht man das mal, wie das gemacht ist. Also hier wäre R, hier wäre B, hier wäre G. Und dann hat man hier eine Datenleitung und Trennbarriere zwischen den Pixeln. Und diese Phosphorschicht, die hier eben leuchten kann, wird dann über so eine lokale Gasentladung mit UV-Licht angeregt und fluoresziert dann in der entsprechenden Farbe. Und da mischen sie additiv natürlich. Das heißt, wenn die alle drei leuchten, haben sie weiß. Wenn keins leuchtet, sparen sie. Noch höhere Temperaturen braucht man in der Kernfusion. Kernfusion ist natürlich, sag ich mal, faszinierend für viele, auch als Vision einer, ja, die Menschheit komplett energetisch unabhängig machenden Energieversorgung attraktiv. Kernfusion zündet allerdings in der Sonne, selbst in der Sonne nur partiell. Im Prinzip sind die Fusionsereignisse in unserer Sonne zum Großteil Tunneleffektereignisse, denn die Zündtemperatur für Helium zur stabilen Kernfusion liegt bei 10 hoch 8 Kelvin. Und wenn wir uns das mal angucken, dann ist die klassische Reaktion das Helium-2 und, Entschuldigung, das Deuterium und Tritium, also die Zündtemperatur von Wasserstoff zur Fusion zu Helium. Und was zuerst passiert, ist eben die Reaktion von Deuterium und Tritium, die hier stattfinden kann. Da entsteht dann ein Heliumkern, 4 Helium, der eine kinetische Energie hat von 3,5 Megaelektronenvolt und ein freies Neutron mit 14 Megaelektronenvolt. Das Ganze wäre energetisch
sinnvoll. Das heißt, trotz der hohen Temperatur, die die Reaktionspartner brauchen, wird mehr Energie frei bei der Kernfusion, als reingesteckt wird. Genutzt wird das Ganze im ITER. ITER ist ein internationales Projekt in Frankreich, an dem jetzt schon seit 2009 gebaut wird. Es ist immer noch geplant, ITER bis 2025 fertigzustellen, zunächst für den Betrieb als Forschungsreaktor. Ziel ist natürlich zu zeigen, dass mehr Fusionsleistung erreicht wird, als an Heizleistung und Strombetrieb in das Plasma gesteckt werden muss. Dazu zählt auch die Stabilisierung des Plasmas durch supraleitende Spulen. Um supraleitende Spulen zu bekommen, brauchen Sie ein Hochvakuum und niedrige Temperaturen. Das heißt, man arbeitet hier eben auch nahe des absoluten Temperaturnullpunktes, um Magnetfelder mit diesen supraleitenden Spulen erzeugen zu können, die dann in diesem Tunnel, in diesem Autoreifen hier das Plasma stabil halten. Die Hoffnung ist dann, mit etwa 73 Megawatt Antriebsleistung für diese Spulen und das Plasma 500 Megawatt Fusionsleistung zu gewinnen. Und das wäre dann also so ein grober Faktor 10 etwa an Wirkungsgrad sozusagen. Das Magnetfeld, das man hier erreicht, sind 5,3 Tesla. Wer schon mal mit Magnetfeldern gearbeitet hat, weiß, dass es schwierig ist, mit klassischen Spulen über ein Tesla zu kommen. Insgesamt befinden sich nur 0,5 Gramm Plasma in der Röhre, in 837 Kubikmetern. Allerdings, wir wissen es aus der Atombombe, sind es gigantische Energien, die Sie ja dann im Prinzip über den Massendefekt bei der Kernfusion berechnen können, über ESMC². Also wenn Sie da Milligramm Materie zerstrahlen, bekommt Sie dann selbstverständlich schon diese gigantischen Leistungen raus. Die mittlere Temperatur des Plasmas wird dann eben auch bei diesen 100 Millionen Grad Celsius liegen, bei der die Kernfusion stabil ablaufen kann. Man wird die Fusion mit Impulslasern, also mit starken gepulsten Lasern zünden. Und das klassische Problem von früheren Systemen, dass die Systeme zerstört werden, wenn das Plasma die Wand berührt, ist beim ITER eben korrigiert. Da bricht das Plasma bei einer Wandberührung automatisch zusammen. Ja, Fusion, Kernfusion auch jetzt. Ich habe nochmal nachgeguckt, 2020 heißt es, sie ist im Zeitplan. Was für uns allerdings wichtig ist oder für alle, sage ich mal, wichtig ist, selbst wenn wir 2025 das erste Plasma zünden, und das ist dann eben, wie hier gezeigt, ein Plasma, das im Wesentlichen Deuterium und Tritium enthält, dann soll zwar 10-mal mehr Energie freigesetzt werden als benötigt, allerdings wird erstmal ein reiner Forschungsbetrieb laufen und erst vermutlich im Jahr 2035, wenn denn alles funktioniert, wovon die Wissenschaftler tatsächlich ausgehen, im Jahr 2035 dann die Energieproduktion real aufgenommen werden. Also das Best-Case-Szenario wäre, wenn ITER funktioniert, dann im Jahr 2050 bis 2055 tatsächlich erste Kraftwerke auf Basis dieser Fusionsreaktoren aufzubauen. Wenn ITER nicht funktioniert, wenn sich neue Probleme ergeben, dann wird es sicherlich länger dauern. Gut, dann kommen wir zur Temperaturmessung. Die Erzeugung habe ich hier mal vorgezogen als eigenen Punkt. Und wir kommen mal in die Messung rein. Typisch kennt jeder zu Hause, ist das Ausdehnungsthermometer. Das Ausdehnungsthermometer nutzt natürlich die Tatsache, dass sich Gase oder Flüssigkeiten ausdehnen bei Erwärmung. Und schönerweise machen Sie das in weiten Temperaturbereichen linear zur Veränderung der Temperatur. Ein Gasthermometer misst also die Temperatur über die Druckänderung gemäß des zweiten Gesetzes von Gay-Lussac, dass das Produkt aus Temperatur und Druck konstant ist. Das heißt, Standarddruck reduziert sich auf 0, wenn die Temperatur auf 0 Kelvin geht, ist bei 273,15 Kelvin gleich P0 der Druck und verdoppelt sich, wenn wir die Temperatur dann eben auf 273 Grad Celsius erhöhen. Das geht schön linear. Die Formel ist natürlich aus dem idealen Gas abgeleitet. Das heißt, es geht ideal in einem gewissen Temperaturbereich. Meistens ist der allerdings dann recht groß, von einigen Kelvin oder zumindest einigen 10 Kelvin bis im Prinzip
1000 Kelvin beschränktestes System dann letztendlich durch das zur Verfügung stehende Volumen. Sie können solche Gasthermometer auch mit Flüssigkeit füllen, wo der schwere Druck sich dann mit dem Gasdruck im Gleichgewicht hält und dann die Flüssigkeitssäule, die hier übersteht, eben ihrer Temperatur entspricht. Solche Kopplungen von Gasthermometern mit Flüssigkeitsthermometern, Quecksilber beispielsweise, werden wir gleich noch für weitere Anwendungen kennenlernen. Bei den Flüssigkeitsthermometern könnten Sie allerdings natürlich auch einfach nur ein flüssiges Volumen wie das aus Quecksilber bestehende Reservoir hier unten ausdehnen lassen. Dann geht es in die Kapillare hier rein. Die Kapillare in den folgenden Abbildungen auch immer mit K gekennzeichnet, hat eine Skala und an dieser Skala können Sie dann zum Beispiel bis zu 0,01 Kelvin genau die Temperatur ablesen. Wenn Sie tiefer kommen wollen als minus 38 Grad Celsius, wenn Ihnen Quecksilber dann auch fest werden würde, dann müssten Sie zu organischen Flüssigkeiten gehen. Das kann man natürlich machen, Toluol oder auch andere Flüssigkeiten. Da können Sie im Prinzip runterkommen bis auf minus 190 Grad Celsius. Wesentlich ist, dass die Ausdehnungskoeffizienten nicht wirklich exakt linear sind. Da oben steht schon ein kleiner Temperaturbereich. Das bedeutet, selbst wenn Sie ein Quecksilberthermometer bei 0 Grad Celsius und bei 100 Grad Celsius kalibrieren, dass es da exakt stimmt und dann eine lineare Unterteilung Ihrer Skala vornehmen, würden Sie bei 50 Grad Celsius in der Mitte etwa 0,1 Kelvin ablesen, also Genauigkeit Ihres Systems haben, Abweichung im System haben. Und das dann nützt Ihnen natürlich dann die Ablesegenauigkeit von 0,01 Kelvin nichts mehr. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact: Beim Fieberthermometer haben Sie hier zum Beispiel eine Verjüngung, die dazu führt, dass der Quecksilberfaden beim Zusammenziehen, beim Abkühlen dann abreißt und stehen bleibt, wodurch Sie dann auch genug Zeit haben, dieses Fieberthermometer abzulesen. Deswegen kennt man vielleicht so, schüttelt man dann die alten Fieberthermometer mit Quecksilberfaden erstmal vor der Benutzung, damit überhaupt das Quecksilber wieder runtergeht in das Reservoir. Manche dieser Thermometer sind eingeschlossen in eine Glas- oder Kunststoffhülle. Andere sind ein Stab in sich, in dem dieser Faden, also die Kapillare, eingearbeitet ist. Das sind dann die Einschluss- oder Stabthermometer. Das Glas ist oft sehr dickwandig. Tatsächlich habe ich mich früher als Kind immer gefragt, was eigentlich mit der Luft passiert da oben. Ja, die komprimiert. Das heißt, da entsteht ein sehr hoher Druck, eben nach Gay-Lussac. Nach dem ersten Gesetz in dem Fall wäre auch das Produkt aus Druck und Volumen ja konstant. Also wenn Sie das Volumen dann nur noch auf 1% verringern, hätten Sie hier schon 100 Bar. Das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Deswegen passen Sie auf, dass Sie solche Thermometer, insbesondere wenn die mit Quecksilber betrieben sind, nicht überhitzen. Das heißt, man sollte hier also wirklich die angegebenen Grenzen nicht überschreiten. Sie können sich jetzt vorstellen, das fand ich sehr interessant und wollte deswegen da etwas weiter drauf eingehen, dass Sie jetzt sich hier sehr viel Fehler einfangen können. Die Nichtlinearitäten der Ausdehnungskoeffizienten habe ich schon angesprochen. Darüber hinaus hat aber ja auch der Faden eine andere Temperatur als Ihr Volumen V. Und Sie bekommen dann eine Fehlmessung dadurch, dass sich das Quecksilber hier im Faden, in der Kapillare K, anders ausdehnt oder auf einer anderen Längenverhältnissen zur Temperatur befindet als Ihr Volumen V. Und diese Fehlmessung können Sie korrigieren durch die Fadenkorrektur. Wenn Sie davon ausgehen, dass die Fadentemperatur konstant ist, andernfalls müssen Sie eben eine mittlere Fadentemperatur annehmen, dann können Sie mit der Länge des herausragenden Fadens schon direkt gemessen in Grad Celsius, also wenn das hier bis 40 hochgeht und bei 0 beginnt, sind es dann 40 Grad Celsius, die Fadenlänge, können Sie die angezeigte Temperatur mit der mittleren Temperatur des herausragenden Fadens korrigieren und bekommen da einen Korrekturkoeffizienten über quasi den Raumausdehnungskoeffizienten des Materials selber. Dieser Raumausdehnungskoeffizient, der ist jetzt hier mit M gekennzeichnet, beträgt für Quecksilber 6000 Kelvin. Also der Ausdehnungskoeffizient selber wäre dann 1/6000stel pro Kelvin. Das wäre eigentlich das Inverse zu diesem M. Und das M ist ganz streng genommen dann auch nicht der Ausdehnungskoeffizient von dem Faden, vom Quecksilber, sondern die Differenz, weil ja auch sich das Glas ausdehnt, des Ausdehnungskoeffizienten von Glas zu Quecksilber.
Multiplizieren Sie das mit der Differenz von Fadentemperatur und angezeigter Temperatur und multiplizieren Sie es dann eben auf die Länge drauf. Sie kennen das vielleicht bei der linearen Ausdehnung, dem ersten Versuch in der Mechanik im Grundpraktikum. Da ist dann Delta L ist einfach Alpha, der Ausdehnungskoeffizient, mal Delta T, die Temperaturdifferenz, mal die ursprüngliche Länge L. Das ist dann Ihr Delta L durch die Ausdehnung. Und so einfach sind auch diese Formeln. Die Korrektur ergibt sich hier als Temperaturdifferenz, ein Ausdehnungskoeffizient, der die Verhältnisse hier von Glas und Quecksilber beschreibt, invers zu, ein, zu m, also 1 durch m, und der Länge in Grad Celsius. Und dieses K, ist dann Ihr absoluter Korrekturwert. Zum Beispiel 1 Grad kommt daraus, 1 Grad Celsius oder sowas. Tatsächlich kann der Fehler bei sehr langen Thermometern auch sehr groß sein. Man muss dann auch die Eintauchtiefe berücksichtigen, entweder korrigieren oder, wenn man die Möglichkeit hat, natürlich das gesamte Thermometer einfach einlegen in das Messsystem. Es gibt aber noch viele weitere Fehlerquellen, zum Beispiel die Nullpunktdepression. Die habe ich jetzt erst in der Vorbereitung dieser Vorlesung kennengelernt. Das ist eine thermische Nachwirkung der Erhitzung von Glas, die dazu führt, dass wenn Glas sehr heiß geworden ist, dass dann also das ursprüngliche Volumen sich erst nach 12 bis 24 Stunden einstellt und ansonsten ne, bis zu 0,6 Kelvin Verfälschung des Nullpunkts gegeben ist. Das heißt, ja, da müssen Sie das Thermometer erstmal 24 Stunden liegen lassen, bis es sich wieder beruhigt hat, wenn Sie eine hohe Temperatur gemessen haben. Das sind also so Kleinigkeiten, die zeigen, welche Schwierigkeiten Sie mit diesen klassischen Thermometern haben. Trotzdem will ich noch mal zwei spezielle Bauformen vorstellen, nämlich das Beckmann-Thermometer. Das Beckmann-Thermometer ist geeignet, um bis zu 1 Millikelvin genau zu messen. Da haben Sie eben hier ein größeres Reservoir hier oben in S2 angezeigt. Und dieses größere Reservoir gibt Ihnen erstmal einen Temperaturbereich in 5 Kelvin-Schritten an, in dem Sie sich befinden. Während dann ein äußerst dünner Faden hier, dessen Gesamtlänge einmal über 5 Kelvin erstreckt, quasi die Verschiebung hier oben um eine Skaleneinheit bewirkt, der gibt Ihnen dann so eine Art Zusatzskala, um zum Beispiel im Millikelvin genau abzulesen, im Millikelvin-Bereich genau abzulesen. Ja, und diese Zusatzskala, die hier realisiert ist, die würde eben unendlich lang werden, also sehr lang werden, wenn Sie hier über einen sehr großen Temperaturbereich messen wollen. Deswegen stellen Sie das dann hier oben um, wie in so einer Art ja, Nonius-Skala oder so umgekehrt Nonius-Skala zu Ihrem System, können Sie dann hier die Grobeinstellung ablesen in S2. Interessant auch noch das Minimum-Maximum-Thermometer. Natürlich ist heute so etwas völlig irrelevant, weil wir natürlich mit digitalen Systemen beschränkt sind durch die Bit unseres Registers. Ja, das ist was völlig anderes. Und hier beim Minimum-Maximum-Thermometer, wenn man beschränkt durch den Speicherplatz unseres Systems, man würde natürlich einfach die Temperaturkurve als Ganzes aufnehmen. Aber um es mal kennenzulernen, wie es früher gemacht wurde, hier wurden die Extremwerte gespeichert, indem kleine Federn mit Eisenstäben hier eingebracht sind, die durch das Quecksilber verschoben werden können, aber wenn sich das Quecksilber zurückzieht, hängen bleiben. Und wenn Sie dann hier ein Gas haben, dann wird die Minimaltemperatur von dem ersten Verschobenen angezeigt und das Quecksilber, das hier bei der Ausdehnung des Gases dann sich nach rechts verschiebt, würde dann eben rechts hier eine Maximaltemperatur anzeigen durch die Position dieses Federchens. Und so bekommen Sie dann in so einem Min-Max-Thermometer so gespeicherte Energie, gespeicherte Extremwerte für Ihre Temperaturmessung. Wenn Sie das wieder resetten wollen, ziehen Sie einfach diese Federn dann wieder zurück mit einem Magnet auf die Oberfläche von Quecksilber. Ja, gehen wir mal ein bisschen in die moderneren Systeme rein. Modern wäre zum Beispiel ein Bimetallthermometer. Das wird tatsächlich noch eingesetzt, ist relativ genau und ja, ist dann allerdings über die Kopplung meistens über die Zeigerbewegung dann doch beschränkt auf vielleicht 1% relativen Fehler, was dann natürlich bei 300 Kelvin schon einige Kelvin sein kann. Aber wenn Sie die Außentemperatur messen wollen, gucken wollen, ob Sie eine Jacke anziehen müssen oder nicht, reicht das im Allgemeinen. Sie haben hier zwei auf
gebrachte Metallschichten, die in einer Schnecke gerollt sind, zum Beispiel Messing und Stahl. Und durch die unterschiedlich starken Ausdehnungskoeffizienten von Messing und Stahl bekommt sie hier eine Spannung in dieser Schnecke, die zu einer Verlängerung oder Verkürzung dieses Systems hier an der Stelle führt, sodass das Ganze in einen Winkel übersetzt wird, der die Zeigerposition beschreibt. Diese Bimetall-Schalter, also Bimetall-Systeme können Sie auch als Schalter verwenden. Sie könnten natürlich hier einen Kontakt einfach anbringen, dann wird der ein- oder ausgeschaltet, je nachdem, ob das System heiß oder kalt wird. Sie können also solche Bimetalle auch als Schalter benutzen, um Systeme einzuschalten, bei Kälte eine Heizung einzuschalten oder bei Erwärmung die Spannung zu unterbrechen als Schutzschalter gegen Überhitzung. Das macht man nicht zur Messung, sondern meistens sind das so 1-0-Systeme. Aber Sie können das für eine Zwei-Punkt-Regelung verwenden. Was Zwei-Punkt-Regelung genau bedeutet, das werde ich auch noch erläutern. Solche Schalter bekommen Sie eben auch sehr günstig, wie eigentlich alles, was elektronisch heutzutage realisiert ist, und können dann mit den Bimetall-Schaltern ja sehr viel machen. Das sehen wir gleich im Folgenden noch etwas genauer. Thermoelemente bestehen aus Drähten unterschiedlicher Metalle oder Legierungen. Thermoelemente werden eingesetzt auch bei uns im Labor, um dort Temperaturen zu messen. Und solche Thermoelemente, typischerweise zum Beispiel Kupferkonstantan, Vorsicht, das ist nicht die Kurve hier links, sondern die hier eingebaute Kurve. Das Kupferkonstantansystem hat eben eine Thermospannung von 40 Mikrovolt pro Kelvin um die Raumtemperatur herum. Konstantan ist eine Legierung aus Kupfer und Nickel. Und diese Systeme bewirken, dass sie eben einfach durch eine Temperatur am Kontakt eine gewisse Kontaktspannung bekommen. Es ist im Prinzip der umgekehrte Peltier-Effekt, wo sie durch eine Spannung, die sie anlegen am Kontakt, die Temperatur einstellen. Oder auch der umgekehrte Seebeck-Effekt, wo sie durch eine eingestellte Temperatur einen Strom bekommen, der durch die Spannungsdifferenz fließt. Das ist sehr interessant, den möchte ich nochmal vorstellen, diesen Seebeck-Effekt. Da fließen nämlich sehr hohe Ströme, weil wir hier ein niederohmiges System haben. Es ist unter Umständen alles metallisch. Und wenn Sie dann Konstantan als Brücke in so eine Kupferschleife hier löten und eine Stelle erhitzen, zum Beispiel über den Brenner, und die andere Lötstelle kalt machen über Eiswasser oder flüssigen Stickstoff möglicherweise, dann haben Sie hier einen sehr großen Temperaturunterschied und dadurch eine gewisse Spannung, die vielleicht, sage ich mal, bei 100 Kelvin, können Sie ja hier ausrechnen, dann bei 40 oder bei 4 Millivolt liegen würde. Bei 1000 Kelvin Temperaturunterschied, die man vielleicht sogar erreichen könnte, wären wir dann hier bei 40 Millivolt. Wenn das System dann aber nur 0,001 Ohm Widerstand hat, dann haben Sie hier 40 Ampere Strom in dem Kupferbügel. Und das führt zu einem so starken Magnetfeld, dass Sie dann zum Beispiel zwei Metallplatten, die hier drauf liegen, magnetisch anheben können. Also zwei Eisenplatten, ferromagnetische natürlich. Oder Sie treiben hier einen kleinen Motor an, der dann natürlich einen gewissen höheren Widerstand hat, indem Sie zwei Kontakte, einmal auf Eis und einmal auf heiß, auf heißes Wasser setzen. Die Spannungen U1-2, also an der ersten Kontaktstelle, und U2-1 an der zweiten Kontaktstelle, sind sogenannte Kontaktspannungen in dem Fall, die auch wieder dadurch zustande kommen, dass in den zwei Metallen das Leitungsband auf unterschiedlicher Höhe liegt und deswegen Elektronen von dem höheren Leitungsband des einen Metalls ins niedrigere Leitungsband des anderen Metalls diffundieren. Sie bekommen dann quasi auch dort eine Ladungsverschiebung an der Kontaktstelle, die ihnen eine Spannung erzeugt. Diese Kontaktspannungen sind in einem solchen geschlossenen System aus zwei Kontaktstellen gleich groß, wenn der Temperaturunterschied links und rechts 0 beträgt. Wenn Sie aber einen Temperaturunterschied haben, dann fließt hier ein Strom und Sie können dann auch mit einem Spannungsmessgerät die Temperaturdifferenz dieser beiden Kontaktstellen auslesen. Sehr, sehr viel genauer wird die Messung, wenn Sie hier gegen eine Referenztemperatur arbeiten, 0 Grad Celsius. Dann brauchen Sie im Prinzip nach einer Kalibrierung immer nur noch Ihre Spannung auslesen und wissen genau die Temperatur. Natürlich macht man in heutigen Systemen das nicht über ein Eiswasserbecken, sondern über eine sogenannte
Eispunkt-Spannungsgeneration. Also sie erzeugen eine Spannung, die dem Eispunkt entspricht an ihrem System und haben dann für die eigentliche Messung einen Halbleitertemperatursensor im isothermen Block hier und können dann diese Messung durchführen. Schön ist, sie können absolut Temperaturen messen. Sie bekommen dann also, wenn das ganze System vorkalibriert ist, die Temperatur direkt an ihrem Voltmeter angezeigt. Wir haben im Praktikum auch kombinierte Systeme, in denen Sie sowohl Strom und Spannung messen können, als auch Temperatur über ein fertig eingebautes Temperatur-Thermoelement ablesen können. Diese Thermoelemente sind allerdings nicht so gut für sehr tiefe Temperaturen geeignet, denn die Thermokraft, also die Spannung pro Kelvin, wird im tiefen Temperaturbereich kleiner und ist dann auch sehr nichtlinear. Es gibt allerdings auch dafür spezielle Thermoelemente und Sie können natürlich auch versuchen, das sehr genau zu berechnen. Die käuflichen Systeme sind meistens ummantelt. Hier haben wir so ein Thermopaar, das von einem Mantel mit einem Mantel isoliert ist. Das hat den Vorteil, hier geht es nicht um thermische, sondern um elektrische Isolation, dass Ihnen eben keine Spannungen einstreuen. Das kann insbesondere auch relevant werden und dann vielleicht hilft Ihnen vielleicht auch die Isolation gar nicht mehr, wenn Sie nicht nur an metallischen, vielleicht kontaktierten Elementen messen wollen, sondern sogar in Magnetfeldern messen. Dann müssen Sie eben auch aufpassen, dass Sie hier keine Spannungsveränderungen bekommen. Es gibt für diese kontaktierten fertigen Systeme, die Sie kaufen können, internationale Bezeichnungen. Die sind auch durch Farbcodes dargestellt und diese internationalen Kennbuchstaben stehen dann für bestimmte Kombinationen. Und für diese bestimmten Kombinationen an Materialien haben Sie sowohl den Temperaturbereich als auch die genauen Polynome, mit denen die Temperatur und Spannung ineinander umgerechnet werden können, gegeben. Da müssen Sie also dann keine händische Kalibrierung durchführen und das System jedes Mal selbst kalibrieren. Sie haben dann solche Polynome zum Beispiel, die sagen, die gemessene Spannung ist eben der Tabelle zu entnehmen, A Vorfaktor I gleich 1 bis N und dann die zugehörige Taylor-Entwicklung, quasi das Taylor-Polynom, die Potenzreihe der Temperaturen, T hoch 0 bis T hoch oder T hoch 1, Konstante wäre eigentlich egal, also T hoch 1 bis T hoch 10. Und diese Vorfaktoren, die natürlich extrem runtergehen für die höheren Potenzen, beschreiben Ihnen dann das Polynom, mit dem Sie dann auch exakt die Spannung für eine bestimmte Temperatur berechnen können und damit die Temperatur aus der Spannung ausrechnen können. Dann brauchen Sie, je nachdem, welches Element Sie haben, eben keine Kalibrierung vornehmen, sondern können sehr präzise nach den Polynomen gehen, die Sie in der Literatur finden. Dafür gibt es richtige DIN-Reihen, Grundwerttabellen. Wenn Sie sehr schnell und an sehr kleinen Systemen messen wollen und vermeiden wollen, dass Sie Wärme abführen, indem Sie Ihr Thermoelement kontaktieren, dann ist es hilfreich, sehr kleine Thermoelemente einzusetzen. Diese Miniatur-Thermoelemente haben sehr schnelle Anspruchszeiten, reagieren im Prinzip bis auf 90% der Säulenspannung innerhalb von 0,1 Sekunden. Die sind dann auch charakterisiert mit Kennungen wie 12M-Thermoelement oder 16M-Platin-Widerstandsthermometer. Auf die Widerstandsthermometer komme ich auch gleich nochmal gesondert zu sprechen. Die Sprungantwort ist das hier beim Eintauchen in Wasser bei 100 Grad Celsius aus der Luft. Bei Raumtemperatur, also das Thermoelement hat 100 Grad, befindet sich in der Luft, wird in Eiswasser. Das Thermoelement ist bei Raumtemperatur in der Luft, wird in Wasser bei 100 Grad eingetaucht und dann gucken wir uns diese Sprungantwort an. Die Drähte haben da Dicken nur noch bis 50 Mikrometer runter, wodurch sie dann eben hinreichend niedrige Wärmekapazitäten der Messsysteme selber realisieren können. Da die Thermoelemente auch diese Niederohmigkeit besitzen, wie ja beim Seebeck-Effekt gezeigt, also dann im Prinzip sehr, sehr niedrige Spannungen anliegen, induzieren sie auch keine Störspannung. Ja, Sie können natürlich den Widerstand von Metallen nutzen, um die Temperatur zu messen. Die Widerstandsthermometer sind eigentlich einfacher als die Thermoelemente, trotzdem nicht so häufig gebräuchlich.
Sie beruhen auf der Abhängigkeit des elektrischen Widerstandes von der Temperatur und sind meistens Platin-Systeme. Diese Platin-Widerstände haben dann typischerweise Kennzahlen, die die Nutzbarkeit auch wieder beschreiben. Das finden Sie ja dann auch wieder in großen Tabellen dargestellt. Und wichtig für uns ist, dass ein Unterschied Delta T von 100 Kelvin, für den sich dann diese Systeme eignen, als PT100 gekennzeichnet sind. Wenn Sie ein PT1000 Widerstandselement haben, das ist ja erstmal noch kein vollständiges Thermometer, das ist im Prinzip ein temperaturabhängiger Widerstand, dann sagt der PT1000, das System ist aus Platin und eignet sich über einen Temperaturbereich von 1000 Kelvin zu messen. Vorteil ist auch hier, Widerstand kann eben auch sehr genau gemessen werden. Diese Systeme sind auch bis 10 hoch minus 4 Kelvin genau. Und auch hier brauchen Sie keine Referenztemperatur, weil Sie dann eben, hier sind es die Abweichungen, aber auch die Polynome für die Berechnung der Temperatur aus den gemessenen Widerständen, die DIN-Tabellen vorfinden. Also hier finden wir das mal für den Platin 100. Die Polynomgleichung im Messbereich gibt es sogar dann verschiedene für die verschiedenen Bereiche. Minus 200 bis 0 Kelvin oder 0 bis 850 Grad Celsius sind dann hier gegeben. Sie haben dann die Koeffizienten gegeben und können dann, dann eben auch in Temperaturkoeffizienten ausrechnen und das System also aus den Literaturdaten direkt betreiben, ohne kalibrieren zu müssen. Ja, hier sehen wir dann nochmal die ganzen Koeffizienttabellen. Da will ich jetzt auch nicht zu tief einsteigen. Vielleicht nochmal zu dem Fakt, dass sich die Widerstandsthermometer eben im Gegensatz zu den Thermoelementen auch sehr gut für sehr niedrige Temperaturen eignen. Es gibt ja die Kohleschicht-Widerstandsthermometer oder die PT, Platin-Widerstandsthermometer. Eins davon haben auch wir im Praktikum Versuch Halbleitereigenschaften der M5, auch Hall-Effekt B5 arbeitet bei einem Versuch, bei dem temperaturabhängig der Widerstand des Materials gemessen werden soll, mit so einem Platin-Widerstandsthermometer. So, jetzt gibt es natürlich die Eigenschaft, dass der Widerstand von Materialien mit der Temperatur steigen kann oder sinken kann. Klassiker ist ja erstmal bei Halbleitern, kennen wir erstmal pauschal den Effekt, der Widerstand sinkt mit der Temperatur, also mit steigender Temperatur. Bei Metallen ist der Klassiker erstmal, der Widerstand steigt mit der Temperatur. Da gibt es allerdings natürlich erstmal Möglichkeiten in der Physik durch geschickte Kombinationen oder entsprechende Materialien auch Dinge zu erzeugen, die da hochsensibel reagieren können, für bestimmte Temperaturbereiche optimiert sind. Und dann schauen wir uns als erstes mal die sogenannten Heißleiter an. Die Heißleiter heißen auch NTC-Widerstände oder Thermistoren und haben einen stark nichtlinearen Zusammenhang zwischen Widerstand und Temperatur. Wir kennen das ja durch die Boltzmann-Verteilung, werden die Ladungsträger exponentiell ins Leitungsband angehoben. Im Prinzip sehen wir hier, wenn B die Bandlücke ist oder Bandlücke durch Boltzmann-Konstante, die Gleichung für die Ladungsträgerdichte in Halbleitermaterialien in Abhängigkeit von der Temperatur. Wir haben allerdings bei diesen Systemen trotz der hohen Empfindlichkeit, das ergibt sich eben aus dem Anstieg, dem exponentiellen Anstieg des Widerstands über der Temperatur, haben wir eine hohe Exemplarstreuung. Das bedeutet, welcher Widerstand genau bei einer bestimmten Temperatur vorliegt, hängt dann oft vom einzelnen Element ab. Da muss man also notfalls selber nochmal kalibrieren und kann dann bei den billigen Elementen nicht so ohne weiteres auf Tabellen zurückgreifen. Vorteil ist, dass wir hier auch gerade bei sehr hohen Temperaturen messen können und eben diese Bauelemente auch schön zum Beispiel als Schutzschalter einbauen können, die dann bei Überhitzung von Systemen ausschalten oder in dem Fall eben durchschalten und dann in einem Spannungsteiler dann dazu führen, dass die Spannung an einem Referenzwiderstand abfällt.
Die sind meistens hergestellt aus Mischungen von Metalloxiden und Verbindungshalbleitern. Und ja, hier ist es schon genannt, zum Beispiel zur Begrenzung von Einschaltströmen, auch als Schutzbauteil. Die Heißleiter erwärmen sich dann bei fließendem Strom und dann wird der Widerstand vernachlässigbar. Wir können uns das hier mal angucken. Hier sehen wir dann zum Beispiel, wie mit der Temperatur bei so einem Heißleiter der Widerstand exponentiell in den Keller geht, während hier die Dynamik beim PT1000 wesentlich schwächer ist und gerade im niedrigen Temperaturbereich da eben sehr hohe Widerstände vorliegen, was dann eine Anwendung unter Umständen ungünstig machen kann. Da kann man dann auf so einen Heißleiter zurückgreifen, der da einen sehr viel höheren Widerstand hat und sich deswegen dann sehr viel besser für bestimmte Anwendungen eignet. Natürlich geht es auch umgekehrt, die Kaltleiter. Die Kaltleiter, das wäre ja der PT1000 hier im Prinzip, der würde einen Widerstand haben, der eben mit der Temperatur sinkt, also bei sinkender Temperatur sinkt. Die Kaltleiter sind typischerweise dann einfach ferroelektrische Materialien. Allerdings nimmt man meistens dann Materialien, die sich auch besonders gut verhalten, wie zum Beispiel Barium-Titantrioxid. Das hat die Eigenschaft, dass sich bei einer bestimmten Temperatur die Ausrichtung von einzelnen Kristalliten im Material löst und deswegen der Widerstand quasi abrupt hochgeht. Sie haben eine kristalline Unordnung im Material. Das ist dann wie ein Phasenübergang, dass Sie dann ab einer bestimmten Temperatur diesen exponentiellen Anstieg des Widerstands bekommen. Und dann eben einen Leiter haben, der durchlässig ist bei tiefen Temperaturen. Auch hier haben wir typischerweise große Exemplarstreuungen. Und ja, da muss man dann eben auch erstmal eine Kalibrierungskurve aufnehmen im Zweifelsfall. Natürlich sind auch diese Kaltleiter wie Heißleiter als solche integrierten Systeme extrem günstig geworden. Da liegt man eben in einem Bereich von 1 Euro. Schön ist auch, dass die sehr schnell reagieren. Also je nachdem, welche Temperatur, wie schnell sich die Temperatur dann in dem System ausbreitet, haben wir dann, und je nachdem, welchen Strom wir eigentlich schalten wollen, sehr sch unter Umständen schnelle Schaltzeiten, die unter einer Sekunde liegen können. Damit man das wirklich gut versteht, wie so eine Lüftersteuerung mit einem Heißleiter realisiert werden kann, zum Beispiel, also Klassiker wäre, man unterbricht einfach einen Stromkreis, wenn was heiß wird, da würde man dann eben einen Spannungsteiler einbauen und eine Spannung, die an R2 eingestellt wird, fällt dann eben nur ab, wenn der NTC durchlässig ist. Und dann kann man hier entsprechend ein System ausschalten. Man kann es aber auch etwas geschickter machen und kann zum Beispiel einen Lüfter einschalten mit einem Heißleiter, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird. Das sind relativ simple Schaltungen. Wir haben hier den Heißleiter und einen einstellbaren Referenzwiderstand, mit dem wir dann eben auch die Temperatur quasi einstellen können. Sobald hier der Heißleiter durchlässig wird, fällt die Spannung an R2 ab. An R2 wird dann auf die Basis dieses Transistors 1 ein Spannungswert gegeben. Der Spannungswert schaltet dann von Kollektor zu Emitter durch und erlaubt dann, in dem Fall ist es zweistufig realisiert, es würde im Prinzip auch eine Stufe reichen, dass hier eben ein Strom fließt, ne, der hier einen zweiten Transistor einschaltet, durchlässig schaltet und dann den Lüfter antreibt. Mit dem System, mit dem R1, kann man dann nochmal die Spannungsverhältnisse für den Lüfter anpassen. Nächstes Beispiel sind dann die Halbleitermaterialien. Im Prinzip die Halbleitermaterialien wieder so ähnlich wie die Heißleiter. Silizium-Widerstandsthermometer. Dann kann natürlich auch ja, das verwendet werden, das dotierte Silizium beispielsweise verwendet werden, um bestimmte Ladungen, die Ladungsträgerdichte, also die Leitfähigkeit und den Widerstand des Materials mit der Temperatur zu korrelieren. Dotiertes Silizium ist erstmal im Bereich der Störstellenerschöpfung weitgehend unabhängig von der äußeren Temperatur, weil Sie ja quasi, wenn Sie in das Silizium
Akzeptoren reinsetzen, dann Elektronen anregen können auf Akzeptorniveaus, die schon bei Raumtemperatur vollständig gesättigt sind. Also alle Störstellen sind dann besetzt und Sie haben eine Löcherleitung im Material, im Valenzband des Materials. Diese Störstellenerschöpfung, je nachdem, ob Sie, das wäre jetzt eine P-Dotierung, ne, Sie können auch N-dotieren, da würden Sie über dem Leitungsband Störstellen knapp drunter einsetzen, die Elektronen abgeben können und dann einen Stromfluss im Leitungsband erzeugen, die aber auch erschöpft ist, wenn schon bei Raumtemperatur alle Elektronendonatoren ihr Elektronen abgegeben haben. Dann sind Sie im Bereich der Störstellenerschöpfung. Wenn Sie dann etwas stärker erwärmen, das geht hier auf der Skala nach links, steigt Ihnen in diesem System die Temperatur exponentiell an, die Leitfähigkeit exponentiell an mit der Temperatur, weil Sie im Bereich der Eigenleitung dann sind. Und ja, je nachdem, in welchem Bereich Sie da arbeiten, können Sie dann Ihre Systeme optimieren. In der Störstellenerschöpfung verhält sich dann Ihr System wie ein Metall. Das bedeutet, der Widerstand erhöht sich durch die Streuung, also die Streuung der Elektronen an den Gitterschwingungen. Da haben Sie immer wie im Metall das Bremsen der Ladungsträger mit der Temperatur zunehmen. Das bedeutet, bei höherer Temperatur werden Ihre Elektronen stärker gestreut und der Widerstand nimmt zu. Wenn Sie dann aber in den Bereich der Eigenleitung reinkommen, also wirklich vom Valenzband Elektronen ins Leitungsband hochschießen, unabhängig von der Dotierung, dann haben Sie diese starke exponentielle Abhängigkeit der Leitfähigkeit von der Temperatur. Diese Systeme sind dann sehr viel empfindlicher als die Platin-Widerstände. Und was sehr schön ist, alles, was mit Halbleitern realisiert wird, ist ja dann direkt in die Silizium-Technologie integrierbar. Sie können dann also diese Widerstandsthermometer und auch Schalter, die Sie damit bauen, dann direkt in Ihre Halbleiterstrukturen implementieren. Ebenso können Sie den Silizium-Sperreschicht-Sensor einsetzen. Der Sperreschicht-Sensor ist einfach nur vorgespannt an einem PN-Übergang. Sie haben eine Raumladungszone und an dieser Raumladungszone natürlich dann die charakteristische Stromspannungskennlinie, die ja bekanntermaßen stark temperaturabhängig ist. Also Ihr Strom ist erstmal ein sogenannter Sättigungsstrom mal die Elektronenenergie durch KT. Und wenn Sie hier eine Spannung über der Diode anlegen von U, dann können Sie diese Spannung eben mit der Temperatur korrelieren und haben auch eine gemessene Spannung über der freien Diode, die nur von der Temperatur T und dem Strom durch die Diode und dem sogenannten Sättigungsstrom IS abhängt. Und zwar der Form, da können Sie einfach diese Gleichung logarithmieren, dass der Logarithmus von I zu IS mal Temperatur gleich der Spannung entspricht, bis auf die Naturkonstanten Boltzmann-Konstante und Elementarladung. Das Problem an der Gleichung ist, dass der Sättigungsstrom allerdings auch temperaturabhängig ist. Um das zu kompensieren, benutzt man einfach zwei benachbarte Dioden, die mit zwei unterschiedlichen Strömen angesteuert werden. Und dann bekommen Sie hier den Sättigungsstrom raus, wenn die etwa auf gleicher Temperatur vorliegen, dann auch bei beiden etwa gleich groß ist. Das heißt, Ihr Verhältnis können Sie sich dann ganz einfach ausrechnen von zwei solchen Dioden, da Sie hier die logarithmischen Argumente bei der Differenzierung der Logarithmen multiplikativ zusammenfassen können, fällt Ihnen dann Sättigungsstrom 1 und Sättigungsstrom 2 komplett raus. Hier bekommen Sie mit solchen SI-Sperrschichtsensoren sehr lineare Kennlinien, die es über Bereiche von minus 50 bis plus 150 Grad fast komplett linear auslesen können. Auch diese Systeme sind eben in die Silizium-Technologie direkt integrierbar, wodurch Sie dann eben auch keine zusätzlichen Elemente aufbringen müssen. Und Sie sehen schon, es wiederholt sich eigentlich ein bisschen. Wir sprechen immer wieder von Leitfähigkeit, die mit Temperatur zunimmt und abnimmt. Es gibt sehr viele Effekte, die von der Temperatur abhängen. Die Ausdehnung, die Leitfähigkeit, vielleicht auch sowas wie Dynamik, Bewegung, sowas wie Lichtemission, sowas wie Absorptionseigenschaften. Also alle Eigenschaften der Materialien hängen ja im Prinzip von der Temperatur ab. Und im Prinzip sind auch diese Temperaturen alle
diese Effekte dann auch alle nutzbar. Zum Beispiel für die Abhängigkeit der emittierten Strahlung von der Temperatur gibt es diese Bolometer, die werde ich noch kurz einführen. Aber wir sollten mal im Auge behalten, dass wir also vielleicht nur einen ganz kleinen Ausschnitt aus dem Spektrum der Möglichkeiten hier sehen. Ich fasse deswegen mal ganz kurz zusammen, was wir hier an sogenannten Berührungsthermometern durchgesprochen haben. Die Berührungsthermometer sind ja gerade die, die in direktem Kontakt zur Temperatur stehen müssen. Das wäre bei den bolometrischen Systemen dann nicht mehr der Fall. Wir haben angefangen mit den Thermoelementen, die eben über einen sehr weiten Bereich funktionieren können, allerdings nicht so eine hohe Empfindlichkeit haben. Hier sind es 0,04 Millivolt pro Kelvin. Dann die Widerstandsthermometer, Platin eben auch ein sehr hoher Bereich mit 0,004 pro Kelvin. Die Heißleiter und die Kaltleiter, die hier sich eignen, natürlich die Kaltleiter eher bei tiefen Temperaturen, die Heißleiter bei höheren. Und dann hat man über den Siliziumausbreitungswiderstand und den Sperrschichtsensor gesprochen. Die Pyrometer nutzen das Wien'sche Verschiebungsgesetz. Wir wissen, dass sich das Maximum der Schwarzkörperstrahlung, die von einem heißen Körper emittiert wird, natürlich auch von einem kalten Körper, also das Maximum der Strahlung, verschiebt sich proportional zur Temperatur. Hier haben wir wieder eine inverse Auftragung, also der Frequenz, das heißt die Wellenlängenskala. Und die Frequenz, das Frequenzmaximum, das sich proportional zur Temperatur verschiebt, ja, ist quasi, Frequenz ist ja invers zur Wellenlänge, dann derart, dass das Produkt aus Maximum der Wellenlänge und der Temperatur konstant ist. Das heißt, hier schiebt eben bei sinkender Temperatur dann das Maximum zu längeren Wellenlängen. Da gibt es dann eine Konstante 2898 Mikrometer mal Kelvin. Und damit kann man dann sehr leicht, wenn man das Schwarzkörperspektrum, das ein Körper emittiert, misst, das Maximum bestimmen und aus dem Maximum dann direkt die Temperatur ausrechnen. Das Ganze ist jetzt nicht sehr genau, deswegen verwendet man bolometrisch meistens auch noch das Stefan-Boltzmann-Gesetz. Das Stefan-Boltzmann-Gesetz macht eine Aussage über die gesamte Strahlungsleistung, also das Integral unter der Fläche, das hier emittiert wird. Und diese Strahlungsleistung hängt zusammen mit dem Emissionsgrad der Oberfläche, das ist so eine Art Abweichung von den Schwarzkörpereigenschaften, mal Stefan-Boltzmann-Konstante, die ist in der Größenordnung von 10 hoch minus 8 Watt pro Quadratmeter und Kelvin hoch 4 der Fläche, die emittiert, und der vierten Potenz der Temperatur. Sowas ist auch immer sehr praktisch, wenn Sie ein System haben, in dem die Messgröße in höherer Potenz eingeht und Sie dann eben eine entsprechend potenzierte Abhängigkeit des erfassten Parameters von der zu messenden Größe haben. Wenn Sie jetzt Epsilon auch noch genau kennen, dann können Sie auch über die integrierte Strahlungsleistung, die von einer festen Oberfläche ausgeht, die im Allgemeinen durch das Erfassungsfenster Ihres Detektors gegeben ist, dann exakt die Temperatur bestimmen. Sehr viel genauer als mit dem Wien'schen Verschiebungsgesetz. Ja, und Klassiker natürlich der Schwarzkörper sind die Sterne am Himmel. Unsere Sonne emittiert ihr Maximum bei 500 Nanometer und hat eine Temperatur von 6000 Kelvin als typische gelbe Sonne. Gucken wir uns die Bolometer mal noch ein bisschen genauer an. Interessanterweise sind im Infraroten gerade die Metalle, die hier unten gezeichnet sind, nicht so gute Schwarzkörper. Die haben Reflexionsgrade, die sehr hoch sind, also Emissionsgrade, die sehr niedrig sind. Und diese Emissionsgrade in Richtung der Flächennormale sind also bei poliertem Eisen zum Beispiel nur bei 4 bis 20%, je nachdem, bei welcher Temperatur wir uns hier befinden. Besser sieht es aus, wenn wir Gusshaut oder angerostetes Eisen haben. Das kann man sich richtig vorstellen. Wie der Schwarzkörper natürlich die Absorptionseigenschaft des Materials zunimmt, nehmen dann auch die Emissionseigenschaften des Materials zu. Deswegen ist auch zum Beispiel ein hochglänzender Heizkörper nicht so effizient in der Abstrahlung wie ein schwarz lackierter Heizkörper. Dementsprechend sind auch Buchen, Hölzer vorteilhaft, interessanterweise aber auch Eis.
im Infrarotbereich hier eben bei minus 10 Grad Celsius oder auch weißer Emaillack, hat hier gar nicht so streuende Eigenschaften wie im sichtbaren Bereich, sondern emittiert hier eben sehr stark entlang der Flächennormalen. Das trifft hier für die Materialien der ersten Tabelle, also auch Papier, Reifbelag, Sand, Tafelglas im Allgemeinen zu. Wenn man das nun einstellen kann, diesen Gesamtemissionsgrad, dann kann man solche nicht ganz günstigen bolometrischen Messgeräte sehr genau betreiben mit einer Auflösung von 0,1 Kelvin. Und ja, einer Genauigkeit von 1 Kelvin, die man allerdings durch Kalibrierung auch noch optimieren kann. Das Problem ist natürlich, dass auf dem Weg zum Objekt auch die thermische Strahlung aus der Luft partiell zur Messung beiträgt und man dann schon idealisierte Systeme bräuchte, also eine idealisierte feste Oberfläche, die dem Erfassungssystem entgegengerichtet ist, um genauer zu messen. Die Bolometer gibt es für ein paar Euro, wenn sie sehr genau sind und man dann eben auch die Emissionsgrade noch per Hand einstellen kann, dann kosten sie etwas mehr. Tatsächlich kann man hier auch auf Körpermessung gehen. Sie kennen vielleicht alle das Bild der Messpistole jetzt in den Zeiten von Corona, um die Körpertemperatur von Probanden zu bestimmen. Als letztes Kapitelchen in diesem Kapitel Temperaturmessung möchte ich noch auf die Temperaturregelung eingehen. Im Prinzip ist das, was ich hier jetzt sage, nicht beschränkt auf Temperaturregelung, aber die Temperatur ist ein ganz großes, typisches Beispiel für die Regelungstechnik. Bei fast allem, was wir machen, was wir mit Temperatur machen, müssen wir die Temperatur auch regeln. Und deswegen wäre ich hier am Beispiel der Temperaturregelung die Regelungstechnik im Allgemeinen einführen. Ganz kurz. Es geht hier darum, dass wir im Prinzip eine Regelgröße messen, einen Ausgang messen, eine Temperatur zum Beispiel messen. Das könnte die Temperatur sein, die hier geregelt werden soll. Und wenn diese Temperatur geregelt werden soll, dann müssen wir eine Regelgröße erfassen können. Das kann zum Beispiel dann eine Spannung sein, die an einem Thermoelement abfällt und diese Spannung zurückführen und mit einer Führungsgröße vergleichen. Also die Führungsgröße wäre eine Spannung, die der zu einzustellenden Temperatur entspricht. Und Sie können sich schon vorstellen, wenn wir zwei Spannungen vergleichen, können wir sehr gut einen Operationsverstärker einsetzen. Wir bleiben hier erstmal allgemein. Ein Regler bestimmt erstmal die Regelabweichung zwischen Führungsgröße und rückgeführter Regelgröße, gibt die auf einen Regler. Der Regler gibt eine Stellgröße raus, zum Beispiel eine Heizspannung. Und die Heizspannung führt dann wieder in der Regelstrecke, zum Beispiel am Ort, wo sich die Heizwendel befindet, zu einer Veränderung der Störgröße. Beispiel könnte jetzt eine Aquariumheizung sein oder ein Heizlüfter oder ein Kühlschrank. Sie wissen das, Ihr Kühlschrank springt spontan an, kühlt und springt spontan wieder aus. Das ist eine sogenannte Zwei-Punkt-Regelung. Bei der Zwei-Punkt-Regelung geht einfach ein Regelsystem an, wenn eine Abweichung vom Regelwert hinreichend groß ist. Also die Aquariumsheizung heizt einfach gar nicht, wenn es warm genug ist, und springt dann an und heizt auf voller Stärke, wenn es zu kalt ist. Bei der Zwei-Punkt-Heizung können Sie niemals den Sollwert ideal erreichen. Das kann man sich vorstellen, weil wenn Sie auf dem Sollwert noch heizen, würden Sie ja über den Sollwert hinausgehen. Wenn Sie am Sollwert aufhören zu heizen, fallen Sie unter den Sollwert runter. Das bedeutet, Sie können in dem Fall mit der Zwei-Punkt-Regelung den Sollwert nicht halten. Sie können nur um den Sollwert pendeln. Damit das Ganze nicht zu unregelmäßigem Schaltflattern führt, sollten Sie eine gewisse Schalthysterese haben. Sehr einfach kann man natürlich, wie ja schon besprochen, eine solche Zwei-Punkt-Heizung mit einem Bimetallschalter realisieren. Alternative wäre der sogenannte Schmitt-Trigger. So sieht es dann aus. Ihre Regelgröße führt also zu einer Erwärmung. Das Ganze muss auch nicht so linear laufen. Sie erreichen dann irgendwann ein Maximum, wo der Bimetallstreifen ausschaltet. Dann fällt es wieder runter
und dann wird das System ab einem gewissen Mindestwert wieder eingeschaltet. Man spricht dann von der unteren Schaltschwelle und der oberen Schaltschwelle. Der Sollwert kann also nur im Mittel erreicht werden und das Delta X muss hinreichend groß sein, das ist die Schalthysterese. Das kann man machen, wenn man nicht so genau regeln möchte. Im Kühlschrank spielt es keine Rolle, ob Ihre Butter im Mittel zwischen 5 und 7 Grad pendelt. Wenn Sie sehr viel genauer für die Messtechnik regeln wollen, verwenden Sie besser die Proportionalregelung. Bei der Proportionalregelung können Sie die Leistung des Heiz- oder Kühlelements, wenn wir jetzt mal bei der Temperaturregelung bleiben, proportional zur Abweichung einrichten. Das bedeutet, Sie erreichen die Solltemperatur im Gleichgewicht auch nicht ganz, sondern Sie bleiben da im Allgemeinen knapp drunter. Denn wenn Sie sie exakt erreichen würden, wäre ja die Heizleistung null. Typisches Beispiel sind Heizthermostate in Wohnräumen. Da bleiben Sie eben knapp unter der eingestellten Temperatur. Das kann man natürlich so einrichten, dass dann der Punkt, den man wirklich erreicht, der eigentlich gewünschte Wert ist und der Sollwert etwas höher gedreht wird. Und bei der Annäherung an den Istwert nimmt die Heizleistung ab. Ja, und bleibt im Allgemeinen bei einem kleinen konstanten Wert. Wenn Ihre Heizung ideal läuft, läuft sie dann auf einer kleinen, durchgehenden Heizung. Also im stationären, wirklich stabilen Zustand nimmt nämlich die Ist-Temperatur, ist die nicht ganz erreicht, sondern liegt immer ein bisschen unter der Solltemperatur. Das ist dann der sogenannte Stationärfehler. Sie haben dann aber keine Schwingungen, wie bei der Zwei-Punkt-Regelung. Hier sieht man mal das Ganze als einfache Formel. Eine Proportionalitätskonstante wird multipliziert mit der Differenz von Soll und Ist und das Produkt bestimmt uns dann die Heizleistung. Also die Heizleistung ist das Produkt aus Konstante und Temperaturunterschied. Die Regelabweichung wird hier entsprechend für größere Kp kleiner. Und bei einem sehr trägen Regelkreis haben Sie natürlich auch hier die Gefahr von Schwingungen. Wenn Sie zum Beispiel einen Muffelofen, also ein sehr langsam reagierendes System betreiben, dann können Sie auch hier Schwingungen bedeuten. Diese sehr großen Kp, die führen zwar zu kleineren Regelabweichungen, aber führen bei beliebig hohen Kp faktisch dann auf die Zwei-Punkt-Regelung und dann eben wieder diese Schwingungen, die dann am Ende immer auftreten, wenn Kp sehr, sehr hoch ist. Wenn die konstante Regelabweichung kein Problem darstellt, stellen Sie einfach Ihren Sollwert entsprechend höher ein. Eine Probenheizung ist hier mal schön dargestellt. Da können Sie am Verhältnis R2 zu R1 Ihre Proportionalitätskonstante einstellen. Und dann haben Sie hier unten einen Heißtemperaturleiter, einen Hochtemperaturleiter, einen Thermistor, der eben bei einer bestimmten Temperatur durchlässig wird und an dem Spannung abfällt, wenn die Temperatur unterschritten wird. Wenn die Solltemperatur unterschritten wird, fällt also hier eine Spannung ab, die dann mit dem Sollwert, der hier eingestellt ist, verglichen wird über den Operationsverstärker und zu einem Heizstrom führt, wenn eine Differenz zum Sollwert auftritt. Vielleicht noch mal ganz kurz, warum reden wir hier von Thermistoren, Heißleitern als NTC. Das steht für Negative Temperature Coefficients. Und die Kaltleiter, die PTCs, die wir hatten, entsprechen für Positive Temperature Coefficients. Diese Proportionalregelung, die wir hier eingeführt haben, ist trotzdem für viele Fälle noch nicht sehr hinreichend. Die Proportionalregler reagieren unmittelbar. Das heißt, bei trägen Systemen besteht dann die Gefahr, dass zu viel Energie, also zu viel geheizt wird beispielsweise, weil immer noch zu wenig Temperatur existiert. Der Ofen wird mit Heizwendeln betrieben, ist schon heiß, die Temperatur ist trotzdem noch nicht erreicht, der Regler misst die Differenz, heizt weiter, der Ofen wird noch heißer und bis dann die Solltemperatur erreicht ist, glüht der Ofen und zieht die Temperatur über das Soll hinaus. Sie können also bei trägen Systemen durch die reine Proportionalitätsregelung Fehler oder zumindest solche Überschwinger einfangen. Das ganze Problem löst man, indem Sie auch noch einen Integralregelterm berücksichtigen. Der PI-Regler regelt zeitlich über Proportionalterm und einen sogenannten Integralterm, der die Temperaturdifferenz über der Zeit aufintegriert.
und dementsprechend auch die Änderung der Temperatur über der Zeit als Ganzes berücksichtigt. Sie können sowas mit einem ganz einfachen Integrierer, den Sie in der elektronischen Messtechnik schon besprochen haben, zusätzlich zu Ihrem Operationsverstärker ergänzen. Das ist natürlich auch ein Operationsverstärker mit einem entsprechenden Tiefpass, den Sie da anlegen müssen an dem einen Eingang. Wenn Sie das umgekehrte Problem haben, dass Ihr System nicht wahnsinnig träge ist, sondern Temperatursprünge sehr schnell erfolgen, vielleicht Peaks entstehen können, die schnell wieder weggeregelt werden müssten, dann können Sie im PID-Regler umgekehrt noch ein differenzielles Glied dazu addieren, dass die Änderung des Temperaturunterschieds berücksichtigt und auf die Änderung des Temperaturunterschiedes reagiert. Dieses differenzielle Glied, also PID, steht im Prinzip für Proportional Integral Derivative Regulation. Ja, im Deutschen können wir auch sagen proportional, integral, differenzielle Regulierung. Bewirkt dann als Ganzes, dass sozusagen sowohl vermieden wird, dass Ihr System über den Sollwert hinausgeht, weil es zu träge reagiert, als auch Ihr System schnell geregelt werden kann, wenn es aus welchem Grund auch immer schnelle Temperatursprünge gibt. Wie funktioniert das? Natürlich mit Operationsverstärkern. Sie haben als Eingangsgröße dann eine Operationsverstärkerschaltung mit einer Proportionalverstärkung, einer Integralverstärkung und einer Differentialverstärkung. Und die Antworten dieser drei Operationsverstärkerschaltungen werden zusammen ausgelesen und bestimmen dann die Regelgröße. Heutzutage wird sowas üblicherweise über Mikroprozessoren rein digital realisiert. Aber das Grundprinzip ist natürlich das gleiche, dass Sie dann diese Parametereinstellungen an Ihrem Mikroprozessor eben entlang der klassischen Eigenschaften dieser Operationsverstärker ausrichten müssen. Sie müssen auch Zeitkonstanten einstellen für die Systeme. Das heißt, das ist dann die Zeit, in der geantwortet werden soll. Praktisch die Zeit, die als Regelabweichung zwischen Soll- und Istwert vergehen muss, bis die Regelung auftritt. Ja, typischerweise werden die Zeitkonstanten für die differenziellen Regler eben sehr klein und die Zeitkonstanten dann für die integralen Regulierer etwas größer. Ja, diese ganzen Details zur manuellen Einstellung, die überspringe ich mal an der Stelle. Da gibt es sehr viele Geheimnisse, um die exakte Bedienung von PID-Reglern durchzuführen. Im Allgemeinen werden Sie wahrscheinlich einen PID-Regler schon haben, der auf Ihr System optimiert ist. Sehr schön ist der PID-Regler eigentlich auch auf Wikipedia beschrieben. Wenn Sie sich einfach mal nur für die generellen Eigenschaften der PID-Regelung und sozusagen den Antworten unter bestimmten Bedingungen, zum Beispiel schnelle Sprünge, starke Abweichungen, träge Systeme, ja, kleine, große Wärmekapazitäten im System. Wenn Sie sich dafür im Detail interessieren, können Sie einfach mal den Wikipedia-Artikel lesen. Die technische Schaltung will ich Ihnen nochmal zeigen. Ich war selbst dabei in der Übung, als Sie das mal durchgerechnet haben mit Dr. Hinsche. Da sehen wir hier oben den Proportionalverstärker, der eben einfach eine Abweichung zwischen den zwei Eingängen des Operationsverstärkers als Ausgangsstrom umsetzt und damit eine Heizung antreiben könnte und die Proportionalitätskonstante über diese Widerstände hier eingestellt werden kann. Sie haben dann den Integralverstärker, der im Prinzip schnelle Veränderungen am Operationsverstärker vorbeileitet, wodurch Sie dann hier oben Ihren Hochpass haben und dementsprechend nur die integrale Reaktion zwischen den Eingängen des Operationsverstärkers zu einer Stromverstärkung führt. Und Sie haben den differenziellen den differenziellen Verstärker, der eben den Hochpass hier vorne am Kondensator realisiert und dementsprechend dann eben bei schnellen Veränderungen die entsprechenden Spannungsreferenzwerte hier auf Ihren Operationsverstärker setzt. Ja, an der Stelle will ich schließen.
Ich zeige Ihnen hier nochmal ein paar PID-Regler, die man heutzutage kaufen kann mit ihren ganzen Parametern, den Bereichen, die man dazu einstellt, und würde dann an der Stelle auf die Literaturquellen verweisen, die im Lauf des Vortrags aufgetreten sind und die Kontrollfragen vielleicht ins Spiel bringen, die wir zu dem Kapitel uns durch den Kopf gehen lassen sollten, auch als Klausurvorbereitung. Da ist zum Beispiel die Frage, wie ist eigentlich die Messvorschrift für die Temperatur? Was ist der Peltier-Effekt oder der Seebeck-Effekt? Welche Temperaturdifferenzen kann man eigentlich mit einem Peltier-Element in der Praxis erreichen? Ja, also 70 Kelvin, 50 Kelvin würde ich beides gelten lassen. Wie muss man beim Aufbau eines Kryostaten mit einem geschlossenen Helium-Kühlsystem vorgehen? Das sollten Sie natürlich dann wissen. Zum Beispiel hat man besprochen, dass wir da eine thermische Trennung haben zwischen der Probe und dem Kaltkopf. Was versteht man unter einem Closed-Cycle-Helium-Cooler? Das ist das geschlossene Helium-Kühlsystem. Wie erreicht man Temperaturen von 2 Kelvin? Naja, das schaffen Sie ja. Dampfdruckerniedrigung über flüssigem Helium-4. Tiefere Temperaturen erreichen Sie mit Gemischen Helium-4, Helium-3 oder der paramagnetischen Kernentmagnetisierung. Ja, wenn ich so allgemein frage, wäre jede Antwort richtig. Konkret könnten Sie natürlich auch gefragt werden, wie die paramagnetische Kernentmagnetisierung funktionieren soll. Warum kann sich ein System bei Vergrößerung der Entropie spontan abkühlen? Weil dann ist der Term Delta T, T mal Delta S in der Gibbs-Helmholtz-Gleichung kleiner 0, und dementsprechend können Sie auch bei positiver Enthalpie, bei positivem Delta H, eine spontan ablaufende Reaktion mit negativer Gibbs-Energie erreichen. Welche Eigenschaft macht Saphir? Dass er eine starke thermische Leitfähigkeit hat, die stark von der Temperatur abhängt. Also über Raumtemperatur geht die thermische Leitfähigkeit um 2 Größenordnungen runter. Welche Temperaturen kann man mit Widerstandsheizungen erreichen? Wie funktioniert eine Elektronenstoßheizung? Wo wird sie hauptsächlich benutzt? Was versteht man unter einem Mantelthermoelement? Was ist RTA? Was ist ein PT1000? Was ist ein Kaltleiter? Wie funktioniert ein SI-Widerstandsthermometer, also Siliziumwiderstandsthermometer? Welche Vorteile hat es? Auf welchen physikalischen Gesetzen beruht die Funktionsweise des Pyrometers? Da sollten Sie das Wien'sche Verschiebungsgesetz und das Stefan-Boltzmann-Gesetz kennen. Sie könnten hier auch die Planck-Schwarzkörperstrahlung natürlich als Ganzes hinschreiben, wenn Sie die kennen. Daraus leiten sich dann das Wien'sche Verschiebungsgesetz und Stefan-Boltzmann-Gesetz natürlich ab. Was ist eine Zwei-Punkt-Regelung und was ist eine PID-Regelung? Also bitte nicht nur schreiben, proportional, integral, differenziell. Da könnten Sie vielleicht dann noch erklären, für was diese drei Terme gebraucht werden. Zwei-Punkt-Regelung, ein- und ausschalten, oberhalb einer unteren Schaltschwelle und einer oberen Schaltschwelle. Was ist der Stationärfehler bei Regelsystemen? Das wären jetzt so typische Fragen. Ja, wenn Sie hier jetzt nach dem Vortrag heute die Hälfte beantworten können, sind Sie schon mal auf der guten Seite. Sicherlich können Sie dann bis zur Klausur alle Fragen gut beantworten. Und dann wünsche ich Ihnen erstmal noch weiterhin einen guten Start in das Jahr 2021 und hoffe, wir sehen uns jetzt auch gleich am Montag, 4. Januar 2021, am Ende dieser Vorlesung um 15.30 Uhr dann eben im WebEx zur Übung. Denn ich habe Ihnen auch das erste Übungsblatt hochgeladen. Ich hoffe, das haben Sie gesehen. Und dieses erste Übungsblatt werden wir dann eben gemeinsam durchsprechen. Alles Gute!